Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Montagabendspiel hier um 19 Uhr beim TSV Bad Königshofen zum Bundesliga-Auftakt gegen den TTC Zug Brügge Grenzau. Ich bin sehr froh, endlich wieder hier zu sitzen mit dir, Jens, dass wir das Ganze wieder kommentieren dürfen, dass die Bundesliga endlich wieder losgeht. Genau, und wir werden euch heute durch dieses Spiel begleiten. Mein Name ist Juile, neben mir sitzt der Jens. Jens, hast du genauso Bock wie ich auf dieses Spiel? Ja, Joele, ich würde, also erstmal hallo zusammen, liebe Zuschauer, falls ihr denn schon im Stream seid und falls ihr denn auch so, genau wie wir, die tischtennisfreie Zeit zum Ende hin, ihr es auch kaum noch abwarten konntet, dass endlich die Saison wieder beginnt. Mir geht's genauso, ich freue mich, das Kribbeln war groß im Vorfeld. Und ich glaube, viele hier in der Halle, von denen, die sich jetzt schon eingefunden haben, geht es genauso. Also es ist einfach so, in der Bundesliga dieser Saisonauftakt ist immer was ganz Besonderes, weil es ist immer auch kurz. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Für viele Tischtennis-Fans und für viele Spieler selbst, dieser Startschuss, es geht endlich wieder los, das Warten hat ein Ende. Und und auch vor der eigenen Saison, so kurz vorher mit der Bundesliga zu starten, sich selbst auch schon heiß zu machen auf den Sport. Und deswegen auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Freut es mich natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zum Montagabendspiel TSV Bad Königshofen gegen TTC Zugbrügge Grenzau, live aus der Shakens Arena. Ja. Es geht wieder los. Stimmung ist super. Ja, es geht wieder los. Du sagst es richtig. Deswegen würde ich sagen, werfen wir mal kurz einen Blick auf die Aufstellungen. Wir haben in Bad Königshofen einen stark eingeschränkten Kader heute. Laufen auf mit Steger auf 1 und Selko und Allegro auf 3. Kilian Ort leider verletzt ausgefallen. Und auf der Seite von TTC Zugbrügge Grenzau finden wir heute vorne Yixin Feng, gefolgt von Baum und Kubik. Das heißt, wir fangen jetzt mit Steger gegen Baum an. Ja. Man kann, glaube ich, sagen, das Spiel der Legenden ein Stück weit, ja, der Deutschen vielleicht hier jetzt in der Bundesliga. Was erwartest du dir von diesem Spiel jetzt? Ja, das ist natürlich für einen Bundesliga-Start gleich ein absoluter Leckerbissen. Ein Wahnsinnsspiel. Zwei, wie du vollkommen richtig gesagt hast, zwei absoluter Legenden, Top-Tischtennisspieler, die besten in Deutschland. Da erwarte ich mir natürlich eine geballte Ladung Erfahrung, die da an der Platte steht. Die beiden kennen sich mit Sicherheit in- und auswendig. Also können wir auf sehr, sehr viele spektakuläre Ballwechsel freuen. Weniger Taktik. Eher, sage ich mal, offene Rallyes, weil sich die beiden halt echt gut kennen. Ich denke es, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir gleich ein richtig, richtig cooles Spiel sehen werden, das mit Sicherheit auch halten wird, was der Name verspricht. Ich hätte mir jetzt sogar fast vorgestellt, dass das Spiel eher von Taktik geprägt wird, aufgrund der Erfahrung, die du jetzt eben angesprochen hast. Ja. Wir werden sehen. Ich wollte jetzt schauen wir mal. Genau, nee, und insgesamt, wenn wir natürlich gucken, also ich glaube, das ist auch gleich zu Beginn kein Spiel, wo irgendeine Mannschaft wirklich favorisiert ist, sondern ja, beide Mannschaften sich auf absoluter Augenhöhe begegnen werden hier an dem Montagabend. Viele offene Spiele wir auch zu bestaunen bekommen werden, mit vielleicht einem sehr, sehr spannenden Spiel und vielleicht auch einem Schlussdoppel, was wir ja bestens hier kennen aus der letztjährigen Saison in der Shakens Arena. Oh, hör mir auf. Der TSV Bad Königshofen hatte ja so viele Schlussdoppel letztes Jahr mit so vielen tatsächlich auch siegreichen Enden hier in der Shakens Arena, definitiv. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass wir bei der Aufstellung heute sogar ein Schlussdoppel sehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Mit Sicherheit, also ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich sehe hier keine Mannschaft als wirklichen Favorit. Ich bin auch sehr gespannt, by the way, wie sich hier die Grenzauer so verkaufen werden. Wir haben ja letzte Saison, als wir hier auf gesessen waren, Joele, du wirst dich wahrscheinlich erinnern, schon mehrmals auch gesagt gehabt, wir sind auf die Entwicklung dieser jungen
Grenzauer Mannschaft äußerst gespannt. Jetzt stehen die gleichen Jungs ein Jahr später wieder hier an der Platte. Damals war es ein extrem spannendes Spiel. Kann man dieses Spiel vergessen? Das kann man nicht vergessen, nee. Also letztes Jahr wurden hier, glaube ich, alle Fans und Zuschauer, egal welche Partei, abgeholt. Also wir hatten ein 0-2 aus Sicht der Heimmannschaft, aus Sicht des TSV Bad Königshofen, welches wieder aufgeholt wurde zum 3-2, was dann im Schlusstermin gewonnen wurde. Natürlich, ja, wenn auch ein Stück weit bedeckt von dem natürlich überragenden Spiel eines Philipp Selko gegen Feng Yi Sin. Wahnsinn. Die sich dann einen unfassbaren Fünfsatz geliefert hatten. Mit Verlängerungssatz, ich glaube 15-13 ging ja das Ganze dann am Ende aus, Jens. Deshalb, haben wir viel zu erwarten heute. Wir haben ja das Rematch an zweiter Stelle zwischen Selko und Feng. Da bin ich mal gespannt, ob wir Ähnliches wiederholen können. Ja. Währenddessen läuft so langsam die Mannschaft des TTC Zugbrücke Renn. Also als Coach selber gecoacht werden, passiert jeden Tag, kann ich nur empfehlen. Das bedeutet, mir von anderen Menschen, die in ihren Bereichen die absoluten Experten sind, weiterhelfen zu lassen. Und daraus entsteht Erfolg. Als Finanzcoach unterstützt sie ihr Vermögensberater bei allen Fragen zu Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Früher an später denken. Deutsche Vermögensberatung. Hat mit Sicherheit schon fast alles gesehen, was man im Sport sehen kann, vom Olympiafinale bis hin zur Bundesliga. Auf jeden Fall, ja, ja. In seiner Jugend natürlich auch diverse Ligen. Und ich bin mir sicher, dass er auch hier heute mit zwei Einzeln zurechtkommen wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Jin Ueda fällt ja die erste Halbrunde leider aus aufgrund eines Missgeschicks bei der Anmeldung des Japaners hier in Deutschland. Entsprechend der Kader jetzt nur noch zu viert, abzüglich Kilian Otte, gerade mit Verletzungen im Rückenbereich zu kämpfen, man dann nur noch zu dritt. Insofern darf man sehr gespannt sein, wie diese Saison hier beim TSV verlaufen wird. Ja, ja, mit Sicherheit. Also du hast schon gesagt, Joelle, Jin Ueda, der Neuzugang des TSV Bad Königshofen, ja leider in der Vorrunde nicht spielberechtigt. Er wird sich bis dahin in Österreich fit halten, wird dort Champions League spielen. Und in der Rückrunde wird er dann auch für den TSV zum Einsatz kommen. Aber bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Er hält sich fit, er trainiert fleißig. Er wird auch, wie gesagt, in der Vorrunde dann eben in der Champions League dann in Österreich zum Einsatz kommen. Genau, und hier in der Shakens Arena wird er dann spätestens zur Rückrunde auch die Fans begeistern können, bin ich mir sicher. Aber bis dahin, du hast es eben angesprochen, wird es wahrscheinlich eine sehr, sehr schwere Vorrunde. Also je nachdem, wie jetzt auch der Gesundheitszustand von Kilian ist und wie lange er nicht spielen können wird. Und mit zwei Ausfällen ist es dann halt doch Schon sehr, sehr schwierig. Christoph Schüller, das Eigengewächs des TSV Bad Königshofen, ist ja für die Vorrunde als fünfter Mann nachgemeldet worden. Mal schauen, ob er dann vielleicht das ein oder andere Mal auch zum Einsatz kommen wird. Aber falls nicht,
Würden wohl größtenteils Basti, Martin und Philipp zum Einsatz kommen. So auch heute. Definitiv, und da bin ich sehr, sehr gespannt, besonders mit Blick auf Martin Allegro, der ja letztes Jahr kein Spiel in seiner Bundesliga-Saison gewinnen konnte, der dennoch aber eine sehr wichtige Rolle natürlich gespielt hat auf Seiten des TSV aufgrund seiner Qualitäten im Schlussdoppel. Er hat den Bad Königshöfen dann damit 8 Punkte eingeholt und viele Punkte retten können. Bin ich mal gespannt, ob er nicht vielleicht etwas aufblühen wird durch diese Chance, in Anführungszeichen, die er jetzt dadurch natürlich bekommt, so viel eingesetzt zu werden. Durch die Verletzung von Kilian Ort. Heute ja dann auch das dritte Einzel gegen Marcel Kubik. Mit Sicherheit. Also ich glaube auch, dass es vom Kopf her ganz, ganz anders ist. Wenn man immer nur, sag ich mal, eher als Ersatzspieler in der Fünfertruppe zum Einsatz kommt, sich dann immer wieder in dem Bewusstsein eben, man muss sich jetzt beweisen, das ist jetzt meine Chance, versus wenn du weißt, du wirst jedes Spiel spielen und du gehst da ganz anders an die Platte, vielleicht auch ein Stück weit befreiter, weil du weißt, okay, ich muss jetzt erstmal nicht, klingt jetzt vielleicht falsch, aber um meinen Stammplatz kämpfen aufgrund der angespannten Personalsituation eben oder nicht in der Form, wie es eben sonst der Fall ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das ihn sogar ein bisschen beflügeln wird. Und jetzt mit dem Erfolg eben auch vom Feder in Düsseldorf, wo Martin ja bis ins Halbfinale vorgedrungen ist, im Rücken, wenn ihn das auch nochmal ein bisschen beflügelt, kann ich mir vorstellen, dass hier die Bad Königshöfer Fans in dieser Saison mit Sicherheit auch eine Menge an Freude haben werden. Allegro hat ja jetzt auch in dem Turnier, welches du angesprochen hast, 50 Punkte sammeln können auf der Weltrangliste. Ist jetzt aktuell auf Platz 76, wird jetzt aber vorrutschen in die Region 60 bis 63. So ungefähr. Insofern definitiv kein ungeschriebenes Blatt und auch kein Spiel, den man unterschätzen darf. Auch wenn man hier jetzt in der Bundesliga noch keinen Sieg von ihm gesehen hat. Aber definitiv ein Spieler, der nicht klein zu reden ist. Absolut nicht. Also ich glaube sowieso, dass es hier in der Bundesliga, in dem absoluten Spitzensport, da geht es um Nuancen. Da kann jeder jeden schlagen, mehr oder weniger, mit ein paar Ausnahmen. Es ist Profisport einfach. Da entscheiden Kleinigkeiten im Zweifelsfall über besser und schlechter. Und mit Sicherheit als Nummer 76, hattest du gesagt, ne? Ja. 76 der Welt. Ja, also wenn man das mal auf andere Sportarten überträgt, Nummer 76 der Welt, auf Fußball übertragen, spielst du bei einem absoluten Top-Club. Bei einem absoluten Top-Club, genau. Ja, also das ist wirklicher Profisport und man hat was zu gönnen. Ja, aber auch den Jungs aus Grenzau. Also, wie gesagt, ja schon letzte Saison mit, wie soll man sagen, dem Papa der Mannschaft, Patrick Baum, der jetzt hier gegen Patrick Steger die Saison eröffnet. Und den zwei jungen Spielern. Steger meinst du? Was habe ich gesagt? Patrick Steger. Achso, sorry. gegen Basti Steger eröffnet. Und den zwei jungen Spielern, Matsche, Kubik und Fengi, sind. Das wird eine sehr, sehr vielversprechende Mannschaft. Und ich bin mir sicher, wir werden ja heute ein richtig cooles Tischtennisspiel sehen. Da ist noch nicht so viel passiert. 2-2 das Spiel stand. Viele einfache Fehler, mag man glauben. Und damit hier jetzt die erste kleinere Rallye. Patrick entscheidet sich hier zweimal direkt am Anfang für den langen Aufschlag. Basti zweimal im Angriff. Ja, kann aber auch hier damit den Punkt machen. Aufschlag Patrick Baum. Und bisher scheint das weiterhin zu funktionieren. 4-2. Kommt damit schnell ins Spiel. Ja, aufgrund dieses Tempos
muss Steger natürlich auch schnell reagieren, spielt dann sehr diagonal. Baum steht da schon zweimal bereit jetzt, um gleich gegenzuziehen und das Spiel zu übernehmen. Das sieht man selten von Basti, derartigen Ball. Ja, eigentlich recht unbedrängt in die Mitte geschupft. Patrick Baum hier mit einem super Start in dieses Spiel. Führt bereits 6:2. Wir sehen ein sehr aggressives Spiel, würde ich behaupten, seitens Baum. Womit der bisher sehr gut durchkommt gegen Stöger. Gucken wir jetzt mit den halblangen, schrägstrich langen Aufsteigen. Ah, jetzt ist leider nicht so die kürzere Variante. Aber wobei ja auch der schon fast halblang einzuordnen war. Ja, dadurch kann er auch hier, wir sehen es in der Wiederholung, direkt angreifen kann diesen ersten Ball. Schön platziert in die Rücken von Steger. Ja, Joel, was erhoffst du dir denn heute so von Grenzauer Mannschaft? Haben Sie ja schon ein paar Mal gesagt, eine sehr, sehr junge Truppe. Sehr, sehr viel Talent. Patrick Baum so ein bisschen als die Leitfigur im Team, der erfahrenste. Also von den beiden Jungen erhoffe ich mir auf jeden Fall sehr, sehr viel diese Saison. Penny Sinne ist ja schon letztes Jahr super reingestartet als Neuling in der Bundesliga und gut positiv gespielt. Masse Kubik auch in vielen Spielen echt mega, mega abgeliefert an der Stelle. Hat ja auch ein Wahnsinnsspiel letzte Saison gegen Philipp Zeiko gemacht, der am Ende zwar Mann des Tages war mit seinem Sieg gegen Feng Yisin, aber gegen Maciej Kubik. Ja, aber Kubik hat auch bewiesen, dass er dieses Niveau halten kann und spielen kann hier in der Bundesliga, definitiv. Ja, definitiv. Und er hat auch gezeigt, wie schnell er ist und wie agil. Man hat ihn da völlig unterschätzt in Anbetracht seiner Aggressivität, fand ich, letztes Jahr, zumindest zu Beginn der Saison. Und jetzt in seinem nächsten Jahr hier bei Grenze erwarte ich mir sehr, sehr viel von ihm. Du hast angesprochen, Maciej Kubik mittlerweile tatsächlich schon in seinen jungen Jahren. Ja, kann man ihn schon mehr oder weniger als voll angekommen in der Bundesliga betiteln. Definitiv. Hat letzte Saison eine 8:11 Bilanz gespielt, was für die erste Saison Bundesliga in dem Alter eine Wahnsinnsansage ist, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt ein Jahr später sehen wir ihn wieder hier. Währenddessen hat Bastian Steger hier viele Punkte aufgeholt, inzwischen auf 9:6 verkürzen können. Hat jetzt noch einen eigenen Aufschlag gegen Patrick Baum. Und das ist ein Fehlaufschlag. Damit 10:6 ist natürlich sehr ärgerlich in der Situation hier, wenn man so stark zurückkommt in diesem Satz. Und auch hier beendet Steger diesen Satz mit einem Schubfehler. Ja, Baum kann sich den ersten Satz sichern, wie ich finde, sehr stark und sehr verdient durch ein tolles, aggressives, schnelles Spiel, womit jetzt Steger, glaube ich, auch ein Stück weit überrascht war. Wir hatten es ja vorher schon gesagt, die beiden Herren schon im älteren Semester der Bundesliga dabei. Ich weiß nicht, ob Bastian Steger jetzt vielleicht davon komplett überrascht worden ist von diesem schnellen Spiel. Sehr aber auch nicht uncharakteristisch ist für ihn, finde ich. Insofern bin ich jetzt mal aus der Antwort gespannt. Ja, du hast schon einen guten Punkt, Joelle. Du hast schon richtig gesagt. Also ich fand, bei Basti waren 2-3 Fehler dabei und dazu dann noch die Körperspannung, die nicht so irgendwie so dieses physische, ich bin hier, ich möchte dich heute schlagen, erstes Saisonspiel, volle Hütte. Irgendwie war die Körpersprache war auch voll da, bei Patrick Baum entgegen. Genau, bei Patrick Baum ist es komplett anders überlegt. Und richtig, ja, korrekt. Und ja, Basti hat auch 2-3 Fehler gemacht, die man sonst nicht so von ihm kennt. Ja, er feuert hier natürlich nochmal an. Hier in Königshofen immer generell eine sehr laute Halle. Steger wird diesen Satz eröffnen mit eigenem Aufschlag. Schauen wir mal. Nur zu. Und
und startet hier direkt sehr, guter sehr schön. Guter Start von Basti. Ja. Und Derek kann man erkennen, ganz andere Körperspannung. Ganz andere Körpersprache. Finde ich auch, ja. Und genauso einen zweiten Ball, den wir jetzt hier im Frame leider nicht mehr mit drin hatten. Aber relativ ähnliches Spiel ist hier. Kurz, halblanger Aufschlag, direkte Eröffnung, voll Power durch. Wow, was ein starker Ballwechsel! Sehr, sehr schönes Ding. Ja, geile Thompson Rally hier von den zwei Routiniers. Steger kann das Ganze für sich entscheiden. 3:0. Wir haben aber auch hier gesehen, Baum wehrt sich super. Ja, drückt da richtig stark dagegen. Auch mit dem Parallelen Topspin. Unfassbar starke Rally von den zwei Herren. Und das ist auch so das Schöne bei den Spielen von Paddy Baum. Also ja, so seine Stärke ist ja, ja, sagt er zumindest selber, aber würde ich jetzt als Außenstehender auch so unterschreiben, sein Rückhandblock. Und darauf baut er sein Spiel auch teilweise auf. Er lässt den Gegner dann auch phasenweise wirklich reinkommen. Sehr aktiv, und dann, sehr schnell. Genau, ja. Und dann hat man halt dieses klassische Spiel Topspin, Topspin, was er damit aufbaut. Ja, diese Ballwechsel, die man als Tischtennis-Fan auch so, ja, die man sehen möchte. Richtig, richtig. Wow. Klasse, Topspin in das freie Feld. Ins freie Vorrangfeld von Bastian Steger. Der ist nicht einfach da parallel so gezielt hinzuspielen. Den wollte er aber genau da, hat man schon gesehen. Durch einen aggressiven Schub in die Rückhand. Steger öffnet parallel und Baum steht schon da und verhaftet das Ding. Stark. Ah, das ist auch ein Fehler, den sieht man aber von Patrick Baum nicht allzu oft. Aber sehr, sehr stark. Wir sehen hier. Bereitet sich sie wirklich gut vor und dann eine vermeintlich einfache. Ich finde die Platzierung und die Aggressivität von Baum heute ganz besonders gut. Also wir sehen jetzt immer wieder in diesen Rallyes mal diesen parallelen Topsen oder den Topsen direkt aufs Eck. Ja, nimmt er. War sehr, sehr gut mit und sehr schnell vor allem auch. Hat eine super Mischung heute, finde ich. Alles überlegt. Wow. Mhm. Wow. Wie jetzt auch hier in dieser tiefen Vorhand von Steger. Sehr stark. Überlegt und offensiv, aber nicht zu offensiv. Und das ist gut. Aufschlag, Patrick Baum. Oh, und diesmal war Steger drauf vorbereitet. Wusste, dass der lange kommt, geht rein. Und Baum auch, gleich hinterher. Ja, aber diesmal hat Steger das Ganze geworfen, kann den zweiten Ball direkt mitnehmen, das Tempo an dieser Stelle hier. Der Ball zum 5:4. Ja, Patrick Baum entscheidet sich überraschend oft für die lange Aufschlagvariante. Aber du merkst jetzt auch, sobald Steger in dieses Angriffsspiel ein bisschen reinkommt, der wird schwer für Baum auch an dieser Stelle mit diesen langen Aufschlägen. Steger hatte da jetzt natürlich ein Stück weit drauf eingestellt, klar. Baum spielt das hier auch ein bisschen kürzer, nicht ganz so schnell, eher so halblang, dass sie so fallen hinter dem Tisch. Aber sobald Steger die jetzt natürlich kriegt, wird es eng. Versucht jetzt hier auch mal den Flip natürlich, um aus diesen kürzeren Bällen was rauszukommen. In die Vorhand. Auch diesmal sehr, sehr stark. Ja. Der Punkt, da kriegt er ihn da. Naja, Baum hält gerade sehr daran fest, in diesen aggressiven langen Schubs, ja. Mhm. Um da weiterhin an. Genau, um weiterhin sein Blockspiel. Steger hat doch einen Topspin, der ist, wenn der einschlägt, kaum noch zurückzuspielen mit dem Tempo. Stark hier von Basti. Ja, und ich glaube, das Spiel nimmt so langsam Fahrt auf. Ja, wenn es jetzt 1:1 steht,
die Zuschauer auch so langsam wach sind, dann knallt es hier, glaube ich, noch auf kurz oder lang, dieses Spiel. Abtasten ist immer mehr vorbei. Die Halle brennt immer mehr. Aufschlag Patrick Baum. 80. So, nun steht schon nach 8:8. Ja, also das wird natürlich ein wesentlich engerer Satz, als es vorher im ersten der Fall war. Wow, aber schaut jetzt rechts unspektakulär aus, aber was Patrick Baum hier mit dem Rückschlag gemacht hat, das war Weltklasse. Es war einfach clever bei dem Stand. Bei Aufschlag Basti, das so ein Ding auszupacken. Ich bin taktisch, macht das jetzt in diesen letzten drei Ballwechseln wirklich sehr, sehr gut. Und doch hier wieder kurz. Schläger wollte eigentlich drauf, hat vielleicht auch diesen langen Ball spekuliert, ein Stück weit. Trifft den infolgedessen nicht optimal. Ich werde verrückt, das Ding war noch auf der Kante. Der war dran, oder? Also das habe ich jetzt im Stream nicht gesehen, aber in der Halle bekommt man das irgendwas gehört? Mit, ja. Obwohl das so ein starker Ball war, ja. Ein schöner Flip, Eröffnungsflip von Baum. Ach, da sehen wir es nochmal, ja. In der Wiederholung sehr, sehr gut zu sehen, war auf jeden Fall noch dran. Okay, und Baum entscheidet auch diesen zweiten Satz. Und auch da wieder mit einem langen Aufschlag. Ich würde behaupten, gegen Ende vielleicht taktisch doch 2% cleverer. Ich fand das jetzt taktisch wirklich sehr, sehr clever ausgespielt. Steger hat sich hier gut eingestellt auf dieses Spiel, wohingegen dann Baum nochmal ein Stückchen variabler geworden ist. Ja, auch mal einen kurz gelegt hat. Definitiv. Und dann sind auch diese Topspins nicht mehr zu 100% eingeschlagen von Steger, auf die er sich jetzt eigentlich relativ gut eingestellt hatte. Ja, du sagst es, sehr taktisch und... Ja, das muss man auch erst mal schaffen. Basti da, sag ich mal, über das Auge da auch so ein Stück weit Paroli zu bieten. Und Patrick Baum macht das hier jetzt sehr, sehr gut. Hat das jetzt in den ersten zwei Sätzen wirklich stark gemacht. Und was mir besonders gut bei ihm gefällt, er hat im richtigen Moment den richtigen Ball gespielt. Oder spielt im richtigen Moment die richtigen Bälle. Ja, auf jeden Fall. Da hast du absolut recht. Sehe ich ganz genauso. Sehr, sehr clever, ja. Wie du sagst, im richtigen Moment den Ball gespielt. Nicht einfach auf Vollbrüge durch, sondern wirklich sehr, sehr selektiert und sehr gezielt auch angespielt, platziert. Ja. Definitiv bin ich voll bei dir. Genau, also irgendwie immer so du hast so einen Eindruck, das ist sehr abgezockt auch, was er macht. Und ja, das ist cool. Und umso schöner auch zu sehen, dass wirklich jetzt der zweite Satz ja nochmal knapper, spektakulärer war als der erste, das Abtasten vorbei ist. Und ich bin jetzt gespannt, wie Basti hier reagiert. Was er für taktische Mittel noch auspackt, sodass er hier noch versucht, das Spiel zu seinen Gunsten zu drehen. Wow. 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 Es ist irre, es ist die Wand. Es ist die Wand, er bringt da alles zurück, das ist der Wahnsinn. Ich muss sagen. Schöner Ballwechsel hier direkt als Einschalt für diesen dritten Satz. Was für eine Rückhand, die aber auch. Ja, Steger öffnet hier gut. Jetzt diesmal etwas tiefer raus. Ich habe jetzt sogar fast erwartet, dass er ein bisschen mehr in die Mitte spielt, aber zieht jetzt hier ganz, ganz weit raus. Baum kommt da nicht mehr hinter den Ball. Ja, das wieder versucht, hatte ich das Gefühl. Kommt nicht ganz so weit raus. Baum trifft ihn dahingegen allerdings auch direkt auf den Wechselpunkt. Wow. Hier von Patrick Baum mal eine eigene Topspin eröffnen nach langem
Rückschlag haben wir jetzt hier noch nicht so häufig gesehen. Den Ball kann Stegel dann aber sehr, sehr gut verwerten. Hat er viel Zeit, kann direkt Druck machen, dagegen gehen. Stark. Macht er hier direkt beim zweiten zu. Stark von Basti. Das ist eigentlich ein Ball, den spielt er sehr, sehr, an sich sehr, sehr gerne. Den verhaftet er sonst. Ja. Genau, denn es ist sein Markenzeichen, das Markenzeichen von Basti. Das passiert ihm nicht oft. Nicht das Glück auf seiner Seite. Ja, ich habe das Gefühl, Steger versucht jetzt hier mehr über die Vorhand auszuspielen, um das Ding dann über die Rückhand letztendlich zuzumachen. Über seine tiefe Rückhand da mehr auf den Außen zu bleiben. Bisher funktioniert das, finde ich persönlich, taktisch nicht schlecht. Allerdings so unfassbar viel zurück. Das ist Wahnsinn. Solche Bälle hier. Patrick Baumeier letzte Saison, als er hier aufgeschlagen hat, überhaupt nicht in Form. Er hat hier zweimal sowohl im Doppel als auch von Kilian im Einzel. War wirklich zweimal chancenlos. Aber man hat hier so den Eindruck, er möchte auch was gegenüber dem Publikum wieder gut machen. Also die Art und Weise. Ja, das kann natürlich sein. Die Art und Weise, wie er hier auftritt, ist ja auch, unterscheidet sich wirklich signifikant von letzter Saison. Ich erinnere mich, dass er wirklich von Kilian phasenweise. Auf jeden Fall. Vorgeführt wurde, um es mal extrem zu formulieren, aber es war tatsächlich so und so wie jetzt heute spielt, also als hätten wir da zwei Spieler gegeneinander ausgewechselt. Das ist Wahnsinn. Aber auch da haben wir es wieder. Nicht jeder Tag ist gleich, jedes Spiel muss erst gespielt werden. Ja. Und was er hier macht, das heute, das ist echt super. Also überlegt, kontrolliert. Ja, man muss ganz klar sagen an der Stelle, er hat das Spiel in der Hand. Und jetzt gucken wir mal. Auf jeden Fall, ja. Ich hätte hier auch nie ein 3-0 jetzt erwartet, aber aktuell sieht es einfach danach aus. Ich bin sehr gespannt. Das Schöne ist, schnelllebig. Auch Steger kann hier zurückkommen. Er ist noch lange nicht raus. Dennoch liegt Baumel sich natürlich entscheidend vorne. Und es sieht auch taktisch wie technisch nicht danach aus, dass er dieses Spiel noch aus der Hand geben könnte. Bin ich jetzt sehr gespannt, ob sich Itagaki da im Timeout was einfallen lassen hat. Können wir gespannt sein, das. Ja. Wow, und da haben wir diesen ersten Ball. Super! Ja, geht jetzt hier noch weiter raus, noch extremer. Schön in die Vorhand. Da rausgespielt, einmal frei. Wahnsinnsball hier von. Zweiten Ball nochmal, super. Ist natürlich das gesamte Feld offen. So, jetzt zweimal eigener Aufschlag nach diesem Timeout. Oioioi, und den macht er auch direkt, ja, das ist das, was ich meine, diese Ausschlagtaktik jetzt. Super, super, super gespielt. Kommt hier gut rein und dann direkt raus, ja. In die tiefe Vorhand von Patrick Baum. Wunderschön, weiter. Stark von Basti. Auch wenn der nicht ganz so tief war, aber ich glaube, dieses Spiel in der Vorhand ist das, was Steger jetzt gerade anspielt, ganz gezielt, um diese Punkte hier noch zu machen. Also man merkt auch, finde ich, die Qualität in den Bällen von Basti ist jetzt nach der Auszeit eine andere. Also nicht nur, weil er da jetzt Patrick Baum hier zweimal gut unter Druck setzen konnte, sondern ja, weil er auch entschlossener an den Ball geht, habe ich so einen Eindruck. Auch hier. Wow. Wow, den verkantet er ganz, ganz knapp. Hier damit sichert sich Baum diesen siebten Punkt in diesem Satz. Wieder schön. Aber liebe Zuschauer, das. Ich glaube, wir haben hier nicht zu viel versprochen. Die zwei Jungs wollen es jetzt hier gegen Ende des dritten Satzes nochmal so richtig wissen. Match läuft immer heißer.
Ja, Baum jetzt wieder mit diesem schnellen Aufschlag wie im ersten Satz. Haben wir zu lange nicht mehr gesehen auf die Art. Hat aber funktioniert. 8-6. Liegt jetzt mit 2 Punkten vorne gegenüber Stegen. Steger macht auch hier wieder den Punkt in der Vorhand von Baum. Es ist ein Punkt, den er da macht, den er von Patrick Baum vorher nicht in dieser Form gesehen hat. Also ein Fehler, den Patrick Baum da macht, den er bisher nicht in dieser Form gemacht hat. Sehr sicher bisher. Gucken wir mal, was sie da noch was ausrichten kann. Wir sehen jetzt gerade hier in dieser Schlussphase, finde ich, wieder viele neue Bälle, die wir jetzt lange nicht mehr gesehen haben. Jetzt auch diesen kurzen Schub hier. In die Vorhand von Steger, mit dem er ja offensichtlich nicht gerechnet hatte. Mhm. Wollte hier wieder umlaufen. Da ist der Patrick Baum jetzt sehr, sehr clever ausgeguckt. Stark. Der erste Ball war mega clever, stark. Ihn hier weit ranzuholen. Aber die Vorhand. Du hast doch immer so einen Eindruck, guck mal her. Patrick Baum weiß schon in dem Moment, wo er den Ball an der Kante spielt, genau was die Antwort von Basti sein wird. Ja, genau. Steht schon da. Der zweite Ball ist an der Stelle zu unplatziert. Und damit gewinnt Baum hier das erste Spiel mit 3-0. Liebe das Zuschauer, ich glaube, damit hat man nicht rechnen können. Das war eine unfassbar souveräne Leistung von Baum. Also ich bin wirklich, wirklich geflasht. Nicht, dass Steger jetzt ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Auf gar keinen Fall. Hier war ein Ballwechsel auf absolut im Spitzenniveau mit dabei. Aber was Baum hier gerade zaubert, war jetzt wirklich unfassbar. Es war super stark von Patrick Baum hier dieses Spiel. Also ich glaube, in der Deutlichkeit hätte da keiner damit gerechnet. Da glaube ich auch nicht, nein. Richtig. Ja, damit steht es 1-0 für TCC Zugbrücke Grenzau. Und liebe Zuschauer, an der Stelle hatten Sie am Anfang schon angedeutet, wir haben hier heute einen ganz besonderen Gast, der auch schon neben mir steht. Der hier zu Gast ist. Sogar warm macht. In der Weihnachtshose meine lieben Freunde. Sich sogar aufgewärmt hat. Ich würde an dieser Stelle mal zu Englisch switchen. Liebe Zuschauer, viele von euch kennen ihn. Adam Barbro hat sich soeben warm gemacht. Genau, wie gesagt, ich würde mal an der Stelle zu Englisch switchen. Jawohl, da an der Stelle schalte ich mich einmal aus und gebe ab an Adam. And I would warmly like to welcome one of the most popular people in international table tennis, Adam Barbro from the United States here in Bad Königshofen. Adam, welcome. Welcome to Bad Königshofen. I hope you had a great flight here to Germany. Had a good welcome here and enjoy German table tennis here in the Shakens Arena. Wow, thank you. I'm flattered. I'm honored to be here. I think it's a good thing that, I don't know, I'm just very excited to be here and watch table tennis at its prime. The Bundesliga is something kids, table tennis fans of all ages around the world have grown up watching and seeing it in person, the atmosphere. I know when we have a hometown player here, someone like Zeliko, who maybe can pull off a big win, that could be quite exciting to really get the seats on fire underneath this crowd. Yeah, the seats on fire, it's good wording. Thanks. Wow. So you, what should I say? Here in Shakens Arena, it's the arena with the second most spectators every game in German Bundesliga. Only Düsseldorf with Timo has more people watching the Bundesliga games than Bad Königshofen. And the fire in this here inside the big hall is always a little bit. Difficult for every opponent. No, that's good. It's always important for the players to feel that passion, that warmth, that fire, that home court advantage. I know Zeliko, 7 seasons already? 7 years or so? He's like a local himself. He's got home crowd support here. This will be an interesting battle for me. I know both of these players and living in the same place as Feng Yixin. I don't know. I just watched an incredible match recently with Zeliko saving
match points, coming back to win at 13-11 in the decider recently. He's a real fighter, and it's going to make him wonderful to watch here. Yeah, this is a good point. This is why the people love him here so much, because as you said, he fights in every game. He never gives up, and most of the people here, I'm pretty sure, remember last year's game when Bad Königshofen was 2-0 down against Grenzau, and those two guys battled each other, and Selko did an incredible, or could reach an incredible win in the fifth game, 15-13. 15-13, my goodness. With an incredible point at the end. And this made Bad Königshofen come back to this game with, in the end, 3-2 win. So this was such a highlight. And today those two guys battle again. It's funny, I said 13-11, you said 15-13. Remembering back to the cell phone, one of the locals just showed me, I'm gonna say 14-12. We'll see. It's a quick step around here. He's fast on his feet, full commitment to go down the line. Fong, no fear. Young energy here. Wow. I remember last season's match, I think Fang, he didn't play balls like this one. It's not easy. Not so many players can be that good of a threat consistently behind the table with their backhand. This was so good. A good placement on this one is deep and wide into that backhand corner, testing Zeliko to step around, making him uncomfortable with that step around forehand. Selko, he's a player who really wants to play forehand. It's a little bit, you can say, his signature. Very good service. I remember playing in a club. We played against a team where Selko was part of the team. And my teammate, he played against him. He couldn't. It was some leagues below German Bundesliga. He had nearly no chance to return his services, and even when he could return his services, he was so quick on his feet and smashing his forehands. It was so incredible to see him, professional player against amateur. And this is one major difference. I think the professionals, their serves are so tight, they're so handcuffing, they're so fast, that even getting into a point as the receiver is incredibly difficult. Yes, yes. That was a very good step around from Fang here. Able to cover the elbow on this one. Zeliko turns with that abbreviated shot, gets the upper body out of the way, and right back to the opposite corner for the win. Not giving any chance for Fong here to really get back into position. Take a look at the flick and the quick reaction to follow. By the way, Adam, it's interesting that you say Fong. In Germany, we thought, you explained it to me before, but in Germany, we always thought he's pronounced Feng. In maybe Taiwan, it's Fong. It's Fong. Okay. Yeah. Good to know, because, I think most of the German table tennis fans pronounced it in the wrong way before. Well, I'm in Germany, so maybe I should say it the way you guys do, just to make sure that it's not confusing. No. I think it's like Lin Yun Yu, Lin Run Ru, he's pronounced, I think. Or Lin Run Ru. I don't know. but in Germany, we also thought he is, the way to pronounce him is Lin Yun Yu. Right. J's. So J's in most parts of the world are different than in Europe, but in Taiwan, they sound more like R's. So it's like Lin Win Ru. Lin Win Ru. Right, nailed it.
The Silent Assassin. Yeah. Not too much debate over that one. Makes it easier for people. So despite a bit of a slow start here for Zeliko, he's just up by three, but now getting the serves back here. He's managed to make the game his own. He's found some answers in the quick game. Staying on top of the bounce, getting Fong behind the table. Yeah, Zeliko here. He always is a little bit more, yeah, due to the fact, as you said, Adam, at the beginning, he's like a home. He's in favor of all the people who often come here to the hall and watching Bundesliga games, and he's a lot supported by them, and he often plays a little bit more intense and more with a better body language than in the foreign arenas. This was nice here, very smart play to use the length of the table, take it early. Remember, his backhand is not his strong point, but he used it well. But here you can see Fong taking advantage early on, deep spin right to the baseline. He wants that backhand-to-backhand battle as long as he can determine how it starts. Yes. I saw him practice before the game at the table at the side of the hall. And he practiced a lot of backhand-backhand with, I think it was Maciej Kubik. And as you said, maybe he knew what will come during this match, and he prepared for this one. Right, no stranger to his opponent right now. Now, pressure-wise, context-wise, Zeliko really needs this for the team because Patrick Baum started off very strong. Hmm? Yeah, of course. Very nice, right. Awkward block there. Sends it back, knuckling with little topspin. Zeliko breaking the rhythm there, covering the middle well, and securing game number one, 11-8 to start off this best of five match. So first set in this new season for Bad Königshofen. First game to Bad Königshofen. Zeliko, who came back after a strong beginning of Fang, really came back strong to this match. Yeah, I'm looking forward to how this game will continue. What do you think, Adam? It's going to be interesting to see. I think Zeliko is going to have to be looking to find ways to keep Fong behind the table. He's going to have to do everything he can to control the short game, be really specific about using the length of the table early on with that backhand like he did. His counters are going to have a little bit less topspin, a little bit less oomph, so they're going to have to be very quick and well-placed. In terms of predictions, let's just put it this way. Whether it was 14-12 or whatever it was many extra points in the decider not too long ago between these two. So I think we've got a potentially marathon match here, a real nail biter on our hands. Okay. How about you? What are you thinking? How you say it? No. Maybe I would take it. Yeah. I wouldn't say it that I won't take it. But how do you say in English? I go along with it. I have the same. It's like having the same. I think you know what I mean. I do. I just don't know how to say it in English. Yeah, you could just say same. That works. Yeah. Yeah. I think the same. Exactly. Nailed it. You nailed it. Yeah, this is good. My German's terrible. Thank you for doing English for me. I appreciate it. Now, this is the quality of the opening backhand here when Fong really gets in there. You can see he just lifts the elbow, tucks the wrist, and is able to drive with heavy spin. I think this is a thing which Fong has to continue doing. So when Zeliko has service, he has to aggressively attack the ball. He has to do bananas. He has to open with his backhand, so that Zeliko has not those chances to step around and play his signature forehand topspin. That opening push was perfectly placed. It was fast, it was deep, and it didn't allow time for Fong to really step around. Oh, yeah.
Nice use of side spin here. A little bit of extra curve on that ball to make it bend more out of reach, uncomfortably wide to Zelko's forehand. When Fang starts attacking and he has the chance to do so, I think he has to play in this way. So that for Zelko, forcing Zelko to play passive balls to block more. And when he has service, Fang, he has to play more tactic balls than I think in the first set. It's a very nice subtle serve here in near the body. Not a lot of follow through there, keeping it deceptive. It's funny, Fung for the last 5 years has been on the team. He's represented his homeland until this year. He represented his... He was on the team, and this is the first year he hasn't been. 5 years in a row, he represented his team. Ah, okay, okay. I didn't know. Do you know the reasons for this? Yeah, they have anyone who's world ranked inside the top 50. Okay. Is automatically able to represent. After that, they have a battle for 12 spots, and you have to win. Okay. So very high competition, very high pressure. I think win or making it to the final. I forgot the details, but if you lose in the semifinals, you start over the next day, every day until you actually qualify. Each day they qualify a new two. Wow. This is insane. It's a way of pressure for the players. Yeah, I think it's like the Asian mentality. It's in China, in Japan, it's when you have so many good players on yeah, nearly the same level, nearly the same average. The pressure always is high. It's not like in Germany, so in Europe. I mean, in most of the countries, you have 3-4 top players. They are automatically in the national team. Like in Germany, you have Timo, Dima, and currently only number 3, Patrick, Franziska, or Dank Yu. This is interesting, right? Germany's got 4 major superstars right now, only 2 of whom are going to be able to represent in singles at the Olympics. Mm. Yet I heard from someone today they would consider Kilian Ort one of the top 4. That's how strong Germany is. You've got about 8 players contending. Mm. But really, the 4 you mentioned are the 4 standouts. Many have predicted Dima and Dongqiu. We'll see. Let's see. This will be quite interesting. This is nice. He goes deep enough with this serve. Watch where the second bounces on Zelko's serve. Right into the body, so he gets a slightly slower opening attack from Feng Yixin and is able to get on top of it and counter for the win. Still trailing, though. Zelko on the receive. Good. Was good opener by Philip with his backhand, Fang or Fang with a good answer. Wow. Very good banana by Fang Yixin. So now 4 game points, a chance to level the playing field here at 1 game apiece. Soft spinny backhand for the win. In a game so fast, if you were out here watching the warm-ups, you know, Grenzel came out here and standing next to the table with Sam Walker and Maciej Kubik, the ball is going back and forth so incredibly fast. If someone's able to slow it down, it can break the rhythm so much. Just take the other person completely out of their rhythm and make the game quite uncomfortable. Feng Yixin, I think, did a wonderful job of varying up his pace, relying a little bit more on spin.
But it's not going to be easy. This is the thing, right? How you respond to pressure and how you adapt to whatever game is coming at you. Zelko is not playing the exact same tactics he was in game number one, and he's not going to be able to play the same in game number three that he did in game number two. It's a constantly evolving chase here. Yeah, I think so too. It will be quite interesting how both players will return and how they will perform in the third game. I think they still know how the last time both played against each other went and how they played and how the game was. So they know who they face in Germany, you would say. Yeah, let's see how the tactics will be in the third game. Well, right out of the gates with a fast, long serve. No short play allowed. Quick to get into the rally. Both players have been very confident to start their points. Wow. This was a very good flip, to be honest, by Fang Yixin, but a very good response by Philipp Zelko. Very quick reacting to this forehand flick. Wow. It's nice coverage there, but the topspin, watch this. Half-long topspin serve inside the table. Opening spin, the counter down the line. Nice and secure, good topspin on it. And Zelko in control, at least out of the first 3 points so far. Wow. It's interesting, those backhand rallies. Right now, Philipp puts a lot of pressure on into the balls, a lot of. And here also the good opening backhand, spinny backhand from Fang Yixin. Yeah, this is the point, as you said. Fang, he has very good control with his spin play, and this often makes it hard for Zelko. He wants to play fast, he wants to play active, he wants to play hard. And at this point, maybe spin can be a good answer to this. And this is a nice change of depth here. He's not going right to the baseline. Fang Yixin has his difficulties there timing the ball. Zelko plays a little more shallow in the rally. Had a plan. He had a plan, and Fang Yixin had another plan. He said, I see you turning, baby. I'm not giving it to your backhand corner. Go ahead. Start to move early. You take that turn all day long. I hit a very good one. Oh. But, of course, that message will be sent with a bit of wryness on the other side. Zelko will adapt. He's going to rely on his backhand a little bit more. Make sure he earns the forehand that he's secure before he commits. Wow. Wow, very good. Very good parallel topspin by Philipp Zelko as we see the ball again on our screen. Yeah, his shoulders really misdirected his opponent in that. Whoa. That's incredible. The ball completely took almost a 90-degree turn off the net, and Fang Yixin is still able to recover and keep it in play with quality. Look at this. Back the other way. I mean, he had to dance to just get his feet back untangled, and then he was in position to win that point. It's very impressive. This was, wow, pure world class. And power here with the flick. Zelko getting everything behind this one. High toss, shallow to the forehand. Full commitment there, just the arm. Not easy to do, this forehand flick, but he sure makes it count, and he's got a 2-point lead now. Remember, this is to go up 2-1, and the team really needs him. They're down 0-1, Königshofen. It's insane.
insane. As I said, I remember last year's game between those two guys. It was so incredible, and today it feels like they know who they face, and they want to give their very best, and the ball's getting better and better. So if Philip wins this match again, I think we have to call the I don't know the English word, fire force. Ah, yeah, sure. That works. If you call the fire force in any English-speaking country, they'll come. It's the right group. Fire force, those are the guys, which... I don't know. You're generous to be speaking English with me. Yeah, yeah, firefighters. Firefighters, exactly. Those guys, I mean, thank you. Firemen, yeah, no, you're good. I imagined exactly what you were describing. Right now, just one point between them here. That's three in a row for Feng Yixin. That's a beautiful counter. They were flirting with this white line on the right side of the table for so long. Watch the opening to this point. Fast, and then right back into the backhand corner. The backhand changeup. Zelko really just tensing up his muscles at the right time to play this ball wide, sending it off to the forehand to tie up the game. For those of you out there watching this live right now, we're sitting relatively close to the court, so we go into a little bit of a whisper just to make sure that in these tense moments the players don't hear us. Back and forth, seesaw here. Wow. Some fast feet there. Feng Yixin turns the corner, gets enough quality on this ball, the pressure too hot to handle. And at the third towel break in this game number three, it's 9 points apiece. Crowd behind Filip Zelko here. Croatia with a lot of outstanding athletes, and Bad Kunikshofen has one of them here. Filip, he can underline his status as an absolute legend of this club here when he wins this game today. Well, an uphill battle, 1 point favoring his opponent now, a game point for Feng Yixin. Soft flick there right to the baseline leaves Zelko looking down at his racket to see if the contact was right or if there was a wet mark on it. Either way, it was his serve, meaning it would not have been replayed. A little bit of luck for Philip, but we'll, of course, but Königshofen fans, most of the people here in the hall will take it. Yeah, well calculated in the touch game right there. He plays with good control, leaves an uncomfortable ball for Feng Yixin. So alternating serves here at deuce. Wow. It's incredible what those two guys are playing right now. So this is just a reminder, even for a player who's so forehand dominant as Zelko, he gets a little bit off the net and can really capitalize with that next follow-up backhand. When given time, he can put that authority down. Yeah, absolutely. So close. It's not the first time we've seen Feng Yixin take that risk and step around. From the start of this match, we were talking about how Feng Yixin would play backhand to backhand and is a little bit more confident on the backhand, but we've seen him step around multiple times in this game alone. Yeah, I think... Oh, wow, okay. Okay, very good banana at this point. Yeah, as you said, I also don't remember Feng playing this kind of forehand game last season's match. It was more all-round style. He also played a little bit more passive, but on both sides.
So this time, wow. This is gutsy. Think about this. If he misses this serve, which is easy to do, he just wins an outright point serving fast to the wide forehand against game points. To be down 1-2 right now, this would not be a good taste for Bad Königshofen, but the risk, the boldness, and bravery pays off. Wow. This is real confidence. Risk it for the biscuit. And it worked. Oh. Well, he's 1 point away from a serious and much-needed biscuit. Little reminder of who's got home crowd support here, the man with the serve and the game point. Now, this is tough to tell. From our camera angle where we're watching, it looked like this is a shot that he'll make 9 out of 10 times. Yeah. But you never know. Variation in rotation, the depth on the table can leave it uncomfortably there, especially with Feng Yixin waiting in position. Exactly. It's the spin, the ball, those guys. They know how to return. It's a lot of attributes. Yeah, which makes it difficult, especially in such an important moment like this, like now, having both players fighting to win the third game, the important third game. Now with a little advantage for Feng. Service game has been strong. Zeliko with outright service points his last two serves. Chiquita going for that banana flick opening, but a tight serve there. And it comes back off the net and out. That variation, again, it's not how much spin is on it necessarily, but how well disguised it is. So a timeout now. Time all out by Coach Itagaki. I think it's because the receive game has been trouble. His serve game has been strong. He needs to find answers here. Zeliko has had his game points. He's had many deuce opportunities. But I think, as Toto would say, or a coach right now, it's time to hold the line and get things sorted. Have a little important one phone call for this match. Yeah, as you said, I think also Coach Itagaki will tell Philip now what he can do when Feng has service, and also giving him a plan when he has service because both players, both coaches know how important this game is, and let's see what the plans are. You know, love isn't always on time. The lyrics here that we're hearing. Similarly, Werner Schlager, who became world champion, WTT just released a post saying that Werner Schlager found love right before he became world champion. And I wonder if what they're saying is right now, the DJ is saying, is love from the home crowd here showing up just a little bit late? Will this be a 16-14 or an 18-16 game three favoring the man they want to see win? Zeliko on the receive. Wow. Yeah. Took a chance. Exactly. He didn't hold the line, but he sure hugged it. Turns this, watch him step around. Little baby steps there before he fully commits, and then he says, yes, it's going to be long enough. I can get around to make a quality forehand. And this is what he needs when he wants to fight this man on the other side. And here we go. 2-1 for Philip Seiko. So the timeout pays off here. Coach Itagaki, who's been with the team for some time, gives him just the right advice here. Take a chance. Watch closely and go for your shot on the receive. If you see it and you think you can get around, make that first shot count and then hustle like hell to get back in position. Absolutely, Adam. He had, obviously he had right. Or he had the right instruction for his for Philip, and now he could take the set. Let's see how this game will continue. It will be interesting. Yeah, we've seen him go the distance before. Last time, was that their last encounter, that high deuce game five?
Yeah, that was, I think it was their last encounter. I don't know if they played against each other on the national tour, but in German Bundesliga last season's match, they also played against each other here in Bad Königshofen, and it was, yeah, many of the fans here in Bad Königshofen, I think, will say this was the match of the season, seeing those two guys. So a little reminder on the scoreboard there, on the red on screen, upper left or on the upper right. That means Grenzau is leading 1-0 after Patrick Raum took the first match over Basti, local hometown favorite, Bastian Steger. And here, Zelko one game away. Punished on this one, a quick reaction, barely any racket drop nor backswing. Watch how quick he plays this forehand. Oh my goodness, even in the slow-mo replay, you couldn't see the backswing. This is crazy. Wow. This is confidence at its best. Exactly. I think it will be very hard for Fung beating this version of Philipp Zelko. So this is the right moment for Grenzau taking this time out, because the coach recognized Philipp's, as you said, his confidence really raised, and yeah, when Philipp continues to play like this, it will be very, very hard. The best players in the game, that extra bit of confidence, it's one ingredient that just seems to be the most powerful in any recipe for success. The greatest of all time, let's say Ma Long, by anyone who cares about numbers or statistics. 2015, he found confidence and just never let go. Yeah. 2019, he didn't show up for 2021, but just seemed unstoppable because he found that confidence. And if Zelko can continue the way he's continued, or started, let's say, game number four, he will be very tough to beat. He's comfortable with his backhand right now. He's not backing off the table. There's little hesitance. Feng Yixin is going to have to find some answers in the short game, something a bit surprising, a bit creative, and maybe something that Zelko hasn't seen in some time. Yeah, exactly. I also think so. And as you said, the confidence, this is what makes Philipp even a little bit stronger here in Bad Königshofen, because he knows when he's leading, when he has this kind of confidence, he also has the crowd behind him, standing behind him, giving all the best that Philipp wins the game. And in this version of Philipp, like I always say, it's hard for every opponent. No matter who he faces, he can beat anyone. Right out of the timeout, his opponent, Feng Yixin, taking 2 points in a row. And a good response to a fast long serve to the backhand. Feng didn't try to step around. He spins it, he trusts his backhand, and plays it back with quality for his third consecutive point since his timeout. Exactly. Feng changed a little bit. Maybe we will see it more often in this set, that he won't step around anymore, instead playing spinny backhand as openers. It's a nice final ball there. Zelko playing a little bit more shallow once Feng Yixin got behind the table. A little slower and spinnier. Nothing rare. Slow about this one. Rare what? Rare miss from Zelko, but again, we have the point. It's like how much spin was in this ball. It's hard to see from outside. Wow! These are the rallies that we love, when we get to see the players with full confidence on both wings, forehand and backhand. Zelko with no fear, a step behind the table. Right from the start, covers the middle there, gets the upper body out of the way twice, taking the risk down the line, jams him one into the middle. It was the second to last shot that kept Feng Yixin a little more passive. Good read on the receive here, a little bit more time as Feng Yixin is able to really load the ball with spin. We've seen him hit the ball hard. We know Feng Yixin can really play with power, but he doesn't have to, and that's what makes him dangerous. This is what I really like about the
the new players from Taiwan, like Lin Rinru. Nailed it. Okay. it's like I said, it's all in German. It's hard because people don't know how to pronounce them. But it's like the same with Fung. Those guys, it looks like they're playing very economic table tennis. As you said, they hit the ball hard only when they have to. And otherwise, they play with good eyes, soft and economic table tennis. Well, you have to. It's a game of speed, a game of rhythm, and a game of timing. Exactly. This is what I really enjoy about seeing those guys play. It's also impressive when you see someone make a motion that looks like heavy side spin, and then it comes off the table here. Sometimes the same motion, a more empty or dead serve, and it's misreceived. That's deception. Feng Yixin keeping it tricky. He's still up by two. Back up by two now. The banana, this time not working for him. Also rarely seen this one. But also at this point, very good service by Philip Seiko. Good misdirection again. The upper body, he opens the shoulders early to give the impression, send a message to his opponent, I want that forehand line, but nope. Right into the deep backhand corner, and now we're tied up. It's insane. Yeah, you gotta love the points like this. Early on, you could feel it start to rise. Let's take a look one more time. Enjoy this. Shovel serve. Nice flick. Little pancake flip. Deception on the receive. Good parallel forehand. Now he's got Feng Yixin on the chase. Holding that valuable real estate near the table. So if Philip wins this one, Adam, I promise you, we have to call the firefighters for this building here. Because the crowd will... we'll set this hall here on fire. Figuratively, I think, I don't know if that's still a word people use in 2023. Wow. You can feel the energy starting to heat up. It's heating up. Really doing a wonderful job to get that upper body out of the way to make a little space for that forehand that he wants so badly. A second serve here, a chance to set up two match points. Not the first time we've seen Feng really load the ball with spin to protect his shot. Even if he steps out of position, he makes it very difficult for Zelko to play the ball down the line aggressively. Exactly, he knew, even in the moment he knew when he step around, he has to put all the spin he can into this ball, because otherwise Philip will be there. And having the answer with his forehand. Wow. Nice response there, keeping the racket high. Feng Yixin withstands that blasting backhand. And now has a game point instead of his opponent having a match point. Crowd behind Zelko. Whoa. It is too good. The serve, even with a surprising flick, it seems surprising, but right there, Feng waiting with the backhand, a ripping shot to send a strong message to finish off game four and send this into a decider. So now we have the same situation as we had last year in this match when those two guys faced each other. You could feel the intensity, people starting to get nervous, pushing Philip. You can feel
the atmosphere here in the hall, and you can do the same. You can feel the atmosphere here this time today again. Yeah, and again we have a decider between those two guys. Are you nervous? To be honest, a little bit. Yeah, no, I appreciate your honesty. I think that's crucial in moments like this. I mean, I would lie if I say no now. I don't want you to lie ever for the rest of your life. I'm happy that you're nervous and you're not alone. So let's see if the story will repeat. We will see the best of the match, or we haven't seen the best of the match. By now, we will see it in this set, in the final game. So the decider has started, and the away crowd, Grenzhou's Feng Yixin, leading 1-0. Wow. And when have you seen that serve from Feng Yixin? Follows through as if it's completely dead. Very unusual serve. Nice misdirection and after motion on it. Much needed point here to get the crowd a little bit behind him again. Find that confidence, the mojo. Ooh, very good flick from Feng Yixin here into the body from Philip Seiko. Yeah, that placement really shut down any strong attack on the other side, made it uncomfortable for Zelko there. As you said, Feng is switching his service a little bit in this decider. Here in the decider, he never made those kind of services before. This is a common question people ask: do the pros save their best serves for crucial moments? And they always have a few up their sleeve. Just outstanding play here. It's like the final points of the last time they played. Exactly. They're going full forehand to forehand in this rally. And when Zelko's able to power it into the body, watch. He picks his timing. And there it is, short side of the table. Good footwork, having to touch ground, Feng Yixin. But this one, watch how shallow it is. And now he can move in and spin it softly. And the ball barely even reaches Feng Yixin. Smart play from Zelko. And he earns it. It's so, so incredible. Wow. A taste of his own medicine right back into that elbow. Power play with positioning as Zelko starts to find some answers here. He's down 0-2 and has won 4 out of the next 5. And again, the service, long service into the forehand. Wow. Raised his hand there for clipping the net a little bit of fortune for him, but they switch sides here as this is the final game they will play to make sure everything is balanced, fair and square. But serves back with someone who's pulled out serves that we haven't seen. What more surprises do we have in store here from Feng Yixin? This time he switches back to the services he often has done before. A little bit of underspin. Clever idea, tries to pull a head fake, brush the ball inside out. If that ball comes over the net, Feng Yixin's leaning the wrong way. It's gonna be tough to recover from, but it wouldn't be the first time we've seen him recover. It seems like those guys really want to repeat the story from last year. It's insane. I think Zelko would like to repeat the result, and Feng Yixin would like to reverse it. But they both want it bad, no question about it. A
Very good counter spin here from Fang Yisin. Nice opening flick too, but the efficiency that we talked about, that stroke, he doesn't seem overly ambitious in it. He times it well, plays it out in front. It looked like Zelko was the one who really had to try to figure out how much to put on to the shot in that rally. Oh, still table there. Bit of a surprise. Watch the face of Philippe Zelko here. He's like, Man, you can't do this to me. Table, but why? Why now? You were not there before. Whoa. Almost climbs over the net, just teetering along the top here like a tightrope walker, goes the wrong way. Still almost recovers. That would have been nuts. And he's done similar things, but that was next level if that comes over. For a bit of a moment, you could feel Fan Zhendong versus Simon Gossi here. Wow. Good pressure. The placement test in the back, and Zelko working hard. Two in a row, 1 point away, and he's got another serve here to continue his streak. The forehand is a very abbreviated forehand. Playing efficiently. Long serves again. The furrowed brow here, the determination. You can just feel it. Think about the confidence he started with. Is that game four where he came out? Man, they're all blurring. It's been tight every game. So close. Murmur. Crowd getting a little bit uncomfortable here as Feng Yixin gets closer to that finish line. Wow. And deception on the pendulum serve sets up two match points for Feng Yixin to give Grenzhou a 2-0 lead. Although the comeback kings, Königshofen, 11 times last season at match points that were turned around, and they ended up winning the team tie. Exactly. So I think the crowd really wants Philip to repeat history right now. Let's see if he can do so. 8-10. Guts right out of the gates. Fast right near the line and wide. Full throttle, full speed ahead. Showing it up out there, showing up under pressure, but he's got one more to go before this is at deuce. Whoa. Wow. And a quiet crowd here as Feng Yixin manages to shut the door by a margin of two. Revenge, a dish served cold. It came down to the decider once again. And you can see by the way he celebrates this victory how much this means to him. He remembers what he has played against Philip in the last season. And yeah, again, we have seen an incredible match with Fang Yixin giving Grenzhou a 2-0 lead. Spieltag. Ach ja. Die NFL, hier auf The Zone. Spieltag. Live hier mit der UEFA Champions League. Oh. Adeyemi. Bereit für den Spieltag? Na dann kommt rein. Die UEFA Women's Champions League, live auf The Zone. Mit der Bundesliga, UEFA Champions League und vielem weiteren Live-Sport heißt es, jeder Tag ist Spieltag, nur auf The Zone. We'll be right back.
Partie gebracht hat. Mit dem 2:1 Anschlusspunkt. Und der Gedanke kam eben oft. Und die zwei Jungs haben sich halt dieses Mal wieder so richtig geliefert, wussten beide, wem sie da gegenüberstehen, was das letztes Jahr eben auch für ein Wahnsinnsspiel war. Und dieses Mal hat Feng Yisin das bessere Ende für sich gehabt. Aber in abermals einem richtig, richtig super, super spannenden Spiel. Es ging auch hin und her und hin und her. Und man dachte, jetzt hat es wieder Feng in der Hand. Dann dachte man, jetzt hat es wieder Seiko in der Hand. Und so dieses dauernde Wechselspiel, das war wirklich viel für die Emotion gerade, viel für die Nerven, muss ich sagen. Umso beruhigender vielleicht hier diese kleine Show-Einlage von Adam Bobrow zusammen mit Koharu Itagaki hier vorne, die wir gerade beobachten dürfen. Das ist... Und Adam fängt bereits an mit seinen weltberühmten Snakes. Das ist einfach cool. Das ist einfach cool. Ja, also ich verfolge ihn auch wirklich sehr, sehr gerne dann in den sozialen Medien, wo er überall rumturnt in der Welt. Jetzt hier in dem Moment in Deutschland. Mega cool, dass er sich hier für die Zeit leben konnte, für diese kleine Schauanlage. Ja, er lebt wirklich diesen Sport und das macht ihn so besonders, glaube ich. Und wie du sagst, er kommt viel in der Welt rum und ist aber auch gleichzeitig ein super bodenständiger Typ geblieben. Auch wenn er diesen Status natürlich als absolute Prominenz in dem Sport weltweit auch trotzdem super bodenständig geblieben. Aber neben mir gesessen, es war einfach locker. Und es hat Spaß gemacht, mit ihm zu kommentieren. Auch wenn er der englischen Sprache natürlich mit Sicherheit etwas mächtiger ist, als ich es bin. Aber nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht und er ist einfach ein lockerer, entspannter Typ. Er genießt diesen Sport. Ja, ganz besonders. Und das ist das, was ich finde, was ihn auszeichnet. Mhm. Diese Liebe zum Tischtennis. Ich war vorher, da warst du, glaube ich, noch gar nicht da, Jens. Da kam er rein in die Halle. Das Erste, was der macht, er sagt, geht an den Tisch hier vor, ja, und steht mit einem so breiten Grinsen da, als ich die Jungs schon ganz so einspielen. Also wirklich mega, mega, mega. Toller Typ, lebt fürs Tischtennis. Und ich glaube, das ist einfach seine, da zieht er seine ganze Lebensenergie raus, so wie ich ihn jetzt, diese 2 Stunden, die ich ihn persönlich kennengelernt habe. Ja. Hier der gute Block von Koharu im Showmatch gegen Adam Bobrow. Ja, auch hier. Für die Zuschauer mit Sicherheit auch ein Highlight, dass er da ist. Man kennt ihn ja sonst nur, sag ich mal, aus Funk und Fernsehen. Und jetzt hier das Highlight-Spiel mit der frisch gebackenen zweifachen Europameisterin. Ich muss sagen, da kann man halt auch ehrlicherweise gerade nur drüber lachen, wenn man das sieht. Das ist einfach cool, es macht Spaß. Das ist die pure Authentizität für mich in meinen Augen. Total echt. Und man sieht mir das einfach an, dass er das genauso lebt und fühlt, wie er es auch nach außen hin preisgibt. Und das macht ihn, glaube ich, auch so beliebt. Und deswegen macht es ihm auch so Spaß, so zuzuschauen. Und hier sieht man direkt, dass die Snakes, die man aus seinem Video kennt, nicht nur versuchen, sind die erst beim 10. Mal klappen, sondern die klappen meistens direkt. Auch interessant zu sehen. Ja, völlig abgedrehter Typ. Ja. Also das merkt man auch. Er ist ja schon mittleren Alters, aber das lässt er sich absolut nicht anmerken. Der kommt hier rein mit einer Lebensfreude und immer noch mit seinem verrückten Kleidungsstil, seiner verrückten, lauten, aufgeweckten Art und Weise. Einfach. Liebe Zuschauer, habt ihr ja gar nicht cool. Pyjama-Trainingsanzug gesehen, der im Layout eines roten Braunbären? Ein roter Rotbär. Ich war jetzt sofort beim Nikolaus oder beim Weihnachtsmann, als ich die Hose gesehen habe vorher. Okay, ja, mit der Hose kommt es eher im Nikolaus wieder. Aber ja, das macht ihn auch, ist ja auch ein Stück weit sein Markenzeichen. Das macht ihn ja auch so authentisch hier. Ja, diese abgedrehte Art allgemein. Zeigt er ja auch durch sein Kleidungsstil. 2 verschiedene Paar Schuhe an. Ja. Beide leuchten und glitzern.
Absolut. Ja, und auch passen dazu zwei unterschiedliche Paar Socken. Ach, das auch noch, siehst du. In grün-rot und gelb-blau. Also der eine Socke grün-rot, andere gelb-blau. Ja. Total. So, wir haben noch einen kleinen Moment Pause, bis dann Allegro und Kubik an den Tisch gehen. Aktuell der Spielstand der 2:0 für die Gäste aus Grenzau. Tatsächlich bis jetzt im Ergebnis so eindeutig, aber so tolle und spannende Spiele mit geilen Rallyes ja, dabei. Also das verspricht jetzt auch ein drittes Spiel in dem gleichen Niveau. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Was erwartest du dir von Allegro und Kubik? Ja, ein super spannendes Spiel auf jeden Fall. Martin weiß natürlich auch, was jetzt auf dem Spiel steht. Aber er kommt natürlich auch mit dem Selbstvertrauen bei diesem Federturnier hier in Düsseldorf, in Deutschland, sehr gut abgeschnitten zu haben, bis ins Halbfinale gekommen zu sein. Und es ist mit Sicherheit für ihn ein super Erfolg. Du hast es davor angesprochen, Cup Trail. 50 Weltranglistenpunkte konnte er gut machen. Und ich glaube, dass wir hier und heute einen anderen Martin Allegro sehen werden, als wir es letzte Saison hatten. Und auch letzte Saison, liebe Zuschauer, auch das muss man ja immer wieder unterstreichen. Auch wenn es zu keinem Bundesliga-Sieg gereicht hat. Die Spiele waren unfassbar knapp. Martin hat wahnsinns Ballwechsel geboten. Spiele waren trotzdem spannend. Man hat nie das Gefühl gehabt, ach, Martin geht an die Platte, das kann ja eh nichts werden, so ungefähr. So salopp gesagt, sondern es waren immer Wahnsinnsspiele, knappe Spiele, aber gerade im Spitzensport, wo es um Nuancen geht, ist da einmal der Wurm drin. Glaube ich, ist es einfach verdammt schwer, da wieder rauszukommen und gerade unter dem Gesichtspunkt glaube ich, dass dieses Selbstvertrauen, dass es sich jetzt vielleicht durch dieses Halbfinale bei dem Feder in Düsseldorf hat holen können, mit diesem Selbstvertrauen auch vielleicht diese knappen Spiele dann mal zu seinen Gunsten ausgehen. Ja, da bin ich sehr gespannt, ob er sich jetzt hier letztendlich durchsetzen kann. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass das jetzt vielleicht eine Chance sein könnte, hier als Vertretung für Kilian Ort, da endlich mal diesen Stich zu setzen und ja, einfach diesen Bann zu brechen, wie du schon gesagt hast. Ja, jetzt haben wir Marcel Kubik auf der anderen Tischhälfte. Das wird dennoch kein einfaches Spiel. Ich denke, da wird tatsächlich noch einfachere Aufgaben kommen jetzt in der Zukunft, sofern Ort weiterhin verletzt bleiben sollte. Dennoch bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass er auf kurz oder lang diesen Punkt holen wird. Ob es jetzt heute in der eigenen Halle ist, das wird sich dann letztendlich zeigen in wenigen Minuten, sobald es weitergeht. Spielt sich hier aber auch schon fleißig ein. Ist, glaube ich, heiß auf seinen Einsatz, so wie er aussieht. Sieht auch nach einer sehr, sehr starken Körpersprache aus gerade. Ja, du sprichst vollkommen richtig an, Joele, die Körpersprache, zu der wollte ich auch gerade. Das ist mir auch heute schon eigentlich, ja, schon während dem Einspiel noch aufgefallen. Die wirkt irgendwie anders als noch in der letzten Saison bei Martin Allegro. Und klar kann man ja am berühmten Sportstammtisch, wie es immer so schön heißt, die Ergebnisse, wenn man rein die Ergebnisse reproduziert, dann sagt man, Martin Allegro, 0-7, ne? Ja, der hat kein Bundesliga-Niveau, Quatsch. Das ist Ergebnis abgelesen. Aber natürlich das spiegelt nicht die Realität wieder. In der Realität hat Martin mit Sicherheit dieses Niveau, ganz klar. Und wenn man mal auf dem Niveau oder ansatzweise im Niveau gespielt hat, dann weiß man einfach, dass diese Spiele, diese Mini-Funken, die diese Top-Spieler unterscheiden, dass die im Kopf größtenteils passieren. Und da, wenn er so auftritt, wie er jetzt, was jetzt die Körpersprache aussagt, dann können sich die Bad Königshöfer-Fans, glaube ich, noch auf einiges freuen in dieser Saison. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Jayle, sorry. Naja, ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass man natürlich jetzt auch fairerweise dazu sagen muss, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit ist es halt auch irgendwann kein Zufall mehr, wenn man regelmäßig diese Ergebnisse dann eben einfährt. Das ist natürlich auch klar. Dennoch, ja, bin ich bei dir. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt am Saisonanfang stehen. Es ist wieder Sommer gewesen, es ist viel passiert und insofern will ich da
gar keine Prognose abgeben, sondern sehr neutral reingehen. Allegro darf auf jeden Fall die Chance geben, jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Punkt mitzunehmen. Ich schätze das schon so ein, dass das möglich ist. Das heißt aber dennoch nicht, dass vergangene Ergebnisse in den Hintergrund geraten. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Jetzt geht es, glaube ich, auch schon in wenigen Momenten los, wenn ich mal so an den Tisch blicke. Denn die Jungs gerade aus Königshofen verlassen auch wieder die Box, sodass auch das Spiel Allegro gegen Kubik jeden Moment beginnen sollte. Absolut, Allegro gegen Kubik. Und wir haben jetzt noch gar nicht groß über Martins Gegner, nämlich Maciej Kubik, gesprochen. Ja, nach wie vor ja ein Riesentalent in Europa, wenn nicht sogar eins oder das größte Talent in Europa. Ja, weil kann man so das vielleicht nicht sagen. Das finde ich vielleicht sogar ein bisschen weit gegriffen. Es ist weit gegriffen. Aber dennoch ist er ein überragender Spieler, dem man definitiv noch wachsende Qualität zutraut. Absolut. In der Zukunft. Und ich bin ja sehr gespannt, wie er sich weiterhin entwickeln wird, was jetzt diese Saison bringen wird. Ich persönlich schätze ihn als sehr, sehr starken Spieler ein und denke auch, dass jetzt ja Grenzau vielleicht etwas besser performen wird mit einem etwas stärkeren Marcel Kubik, wie jetzt letzte Saison, besonders nach diesem Auftritt von Patrick Baum, der natürlich dazu auch beitragen wird. Insofern ja, bin ich auf das Gesamtergebnis Grenzau gespannt. Und ich denke, Kubik wird da seinen entscheidenden Anteil dazu beitragen, letztendlich. Ja, mit Sicherheit. Und währenddessen sehen wir sich eben diesen Maciej Kubik mit Patrick Baum warm machen. Ja, ich dachte, es geht jetzt tatsächlich gleich los. Da habe ich mich wohl etwas verschätzt in meiner Kalkulation. Ja, ich glaube, es wird auch gleich losgehen. Die zwei Jungs, die haben da noch ein paar Bälle, um warm zu bleiben, drin zu bleiben. Und währenddessen, liebe Zuschauer, Adam Barbaro hat es vorhin angesprochen, wir sitzen hier, wir haben ja das Privileg, sehr, sehr nah auch am Tisch zu sitzen oder sitzen zu können und das Geschehen der zwei Jungs da im Moment an der Platte eben immer hautnah auch mitverfolgen zu können. Und wenn man mal, ja, wenn man, sieht man jetzt im Bild vielleicht nicht so gut, aber wenn man das live wirklich mal sieht, was dieser Maciej Kubik wirklich für ein Muskelbündel ist und wie athletisch der an der Platte steht, ist einfach beeindruckend. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass wir hier ein super Spiel erleben werden zwischen Maciej Kubik und Mate Allegro. Und gucken wir mal. Was denkst du, wer hat hier die Nase vorne? Boah. Also ich glaube ja, auch aus eigener Erfahrung sprechen, und es würden mir viele von euch, wenn das wahrscheinlich genauso sehen. Man weiß einfach, wie verflixt, kopfbeeinflusst dieser Sport Tischtennis ist, weil er eben auch so feinmotorisch ist. Und ich, wenn dies, das, was man Martin hier heute schon den ganzen Tag ansieht, dieses Selbstvertrauen, einfach ganz anders als in der letzten Saison. Wenn er das auch auf die Platte bringen kann, ja, und die Ergebnisse in Düsseldorf sprechen da eben, ja, lassen das eben mal ahnen, dass das durchaus im Bereich des Möglichen auch ist, dann würde ich sagen, oder könnte ich mir vorstellen, dass Martin vielleicht hier in einem knappen Spiel leicht die Nase vorne hat. Was sagst du? Ich bin tatsächlich bei Kubik ein Stück weit. Ich glaube, dass diese Nuancen einfach bei der etwas größeren Erfahrung auf Seiten des Polen liegen. Einfach aufgrund der, ja, Bundesliga-Erfahrung jetzt auch ein Stück weit. Aus letztem Jahr. Okay, sind wir gespannt. Und er hat einfach in großen Teilen überragende Leistung gezeigt. Besonders hier jetzt letztes Mal in Bad Königshofen. Ist da sehr, sehr athletisch mit einem unfassbar starken Druck direkt in das Spiel reingestartet. Deswegen bin ich tatsächlich ein kleines bisschen bei Kubik, aber wie du vorher schon angesprochen hast, es ist unfassbar eng im Tischtennis, da kann aber im gewissen Niveau, glaube ich, jeder gegen jeden gewinnen. Und insofern lassen wir uns doch einfach überraschen, wo es hingeht. Vielleicht kleine Randinformation hier. Wir saßen
letztes Jahr ja bereits schon mal bei einem 0-2 hier gegen den TTC Krenzau. Oh ja. In der Shell Krenzau Arena bei einem eigentlich schon ja, fast totgeglaubten Spiel, was der TSV hier noch drehen konnte. 3-2. Auch da entscheidender Punkt unter anderem Martin Allegro, der dann mit Kilian Ort gemeinsam den Schluss aber gewinnen konnte. Was hier in dem Moment dann natürlich eine große Rolle gespielt hat. Denkst du, der TSV kann das hier vielleicht auch nochmal an der Stelle rumreißen? Du hast ja eben schon gesagt, du bist ein Stückchen bei Allegro, dass er das gewinnen wird oder dass du eher auf dieser Seite bist. Danach folgt natürlich Steger gegen Feng, der ja hier auch unfassbar stark performt hat im letzten Spiel. Ja, absolut. Also es ist schwierig. Du hast einen guten Punkt aufgegriffen, ja, den ich vorhin schon, wie ich es vorhin eben auch schon gesagt hatte, es ist im Spitzensport, es sind Nuancen, die am Ende des Tages ausmachen und deswegen ist es auch schwierig zu sagen. Wir können einfach gespannt sein. Ich glaube, wir können einfach gespannt sein auf ein richtig cooles, knappes Spiel. Und ja, möge der Bessere gewinnen, wie es immer so schön heißt. Längerfristig würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, den TTC zu Krenzau auch mal wieder, ja, ich sag mal, nachhaltig in der oberen Tabellenhälfte zu sehen, wie es ja früher immer wieder der Fall war. Krenzau ja schon jahrzehntelang das Tier in der Bundesliga, unabsteigbar sozusagen. Und insofern, ja, könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass die hier nach zwei überragenden Spielen, unter anderem hier vom Youngster Feng Yisin, mal wieder Punkte mitnehmen. Jetzt auch hier gegen den TSV, wo sie ja letztes Jahr verloren hatten. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass sie diese nachhaltige Entwicklung jetzt so langsam auszahlt wieder bei Krenzau, um vielleicht eine gute Saison hinzulegen im oberen Mittelfeld. Ja, absolut. Du hast schon angesprochen, Trele. Krenzau ja ein absolutes Bundesliga-TTBL-Urgestein. Ich finde die Mannschaft halt auch insofern interessant, als dass wir da sehr, sehr viele junge Spieler auch sehen. Ja, mit Maciej Kubik, mit Fengi sind sehr, sehr viele junge, interessante, moderne Spieler auch. Und auch Samuel Walker fand ich von dem haben wir noch gar nicht gesprochen heute. Auch den fand ich international in den letzten Turnieren so unfassbar stark, ja. Den darf man auf gar keinen Fall runterreden. Auch der entwickelt sich noch. Insofern, wie gesagt, denke ich auf jeden Fall, dass sich da Krenzau nachhaltig weiterentwickeln wird. So, währenddessen sehen wir aktuell jetzt die letzten 60 Sekunden ablaufen für das nächste Spiel. Marcel Kube bindet sich hier nochmal den Schuh. Allegro geht schon an den Tisch. Wir hatten es ja jetzt schon intensiv besprochen. Diese Partie ist sehr spannend, vielleicht auch sehr zielführend für beide Spieler. Allegro vielleicht etwas mehr in der Personalie, für Kubik vielleicht eher in Richtung des Erfolges des gesamten Vereins, des gesamten Teams. Die Jungs besprechen sich gerade nochmal. Letzte Worte mit dem Coach. Allegro geht bereits zum Tisch. Marcel Kubik gerade nochmal in der Rücksprache mit dem Coach. Der Krenzauer und auch jetzt auf dem Weg zum Tisch. Das heißt, wir können uns jetzt auf ein spannendes Spiel freuen zwischen Martin Allegro und Marcel Kubik.
So, und damit geht es auch schon los mit der vielleicht sogar letzten Partie des heutigen Abends, abhängig vom Spielergebnis. Wird Kubik hier gewinnen, holt Grenzau ein sehr souveränes 3:0 auswärts zum Auftakt in der Bad Königshofen. Der Shake Hands Arena. Allegro hat hier hingegen die Möglichkeit, seinen Verein noch im Spiel zu halten. Der hier auch mit dem ersten Aufschlag beginnen wird. 0:0 der Spielstand. Wir starten bereits sehr, sehr aggressiv mit schönen langen Schubbällen, auf vielen Angriffsbällen direkt. Wenn auch keine langen, aber dafür dann noch aggressiv. Jay Kubik nimmt sich hier Zeit für seinen Aufschlag. Oh, sehr weiter Weg, den sich Allegro hier aussucht. Wahnsinn, wie er den geflippt hat. Das war eigentlich echt ein guter Unterschnitt. Ja, aber dann ist er zu spät wieder hinten an der Stelle. Versucht hier das zweite Mal. Diesmal schlägt der Flip direkt ein nach dem Punkt zum 2:2. Fehlaufschlag hier bei Allegro. Sieht man in der Bundesliga nicht zu häufig, kommt dennoch vor. Kann auch daran weiterhin nicht anknüpfen. Marcel Kubik. 4:2 die Führung. Sieht es sehr, sehr souverän aus, was der Vogel hier spielt. Lässt Allegro schön laufen, auch in diesem Ballwechsel. Sehr, sehr stark. Starker Spin hier von Marta Allegro. Und auch hier die gute Eröffnung. Also man sieht direkt auch zu Beginn dieses Spiels, Martin versucht jetzt hier nicht mehr nur wie in der vergangenen Saison sich in diesen offenen, modernen Tischtennisbällen zu duellieren, sondern setzt auch Taktik ein, Finesse, seinen Kopf und spielt mehr oder versucht oder wird mit Sicherheit versuchen, mehr, wie man immer so schön sagt, richtige Bälle im richtigen Moment zu spielen. Ja, bisher macht er das sehr, sehr gut, kann ja ausgleichen. 5:5 der Spielstand. Jetzt hingegen nicht mehr ganz hoch. Ein bisschen länger von Kubik gespielt als die Ecke. Kubik. Schon fast wieder im Weg. Oh, wow! Super, so langsam werden wir wieder wach nach der Pause. Super schön. Aber liebe Leute, was ist das denn hier für ein Wahnsinns-Saison? Gehen wir doch mal rein. Super schön gespielt. Kubik wartet hier überragend an der Stelle, bis er da die Chance nutzen kann, um ins freie Feld überragend mit einem platzierten Topspin abzuschließen. Oh.
Kobi hier mit dem 8:5 durch einen Netzball. Beim Rückschlag schwer noch zu kriegen für Martina Deko. Satz auch hier von Maciej Kubik. Keine leichten Fehler. Ja, er macht das gut. Das ist das, was ich vorher meinte. Er ist inzwischen sehr, sehr souverän, finde ich in Summe. Ein, ja, noch nicht geahnt, aber bald sehr kompletter Spieler, wie ich finde. Hat jetzt hier auch vier Satzbälle, um diesen ersten Satz mit nach Hause zu nehmen. Okay. Der Ausschlag wird wiederholt. Ich kann mir vorstellen, aufgrund dieser Flasche, die gerade angefangen ist in der Halle. Auf jeden Fall gute Wahl hier von Martin Allegro mit dem leeren Aufschlag. Maciej Kubik, ein bisschen Unterschnitt gesehen. Der Ball. Ja, in der Kreisliga würde man sagen, gefressen. Hat hier überragend funktioniert, das stimmt. Ich finde es immer sehr, sehr geil, wie schön Martin Allegro hier diese Bälle aus der ganz, ganz tiefen Vorhand. Schön von unten noch. Mit viel Gefühl, viel Spin da noch. Relativ flach sogar übers Netz legen kann. Das ist wirklich große Qualität auf dieser Seite, finde ich sehr, sehr schön. Natürlich auch optisch damit anzugucken an der Stelle. Aber Wahnsinn. Da geht ein Raum durch die Halle. Unabhängig von dem Netzroller muss man sagen, es ist der Wahnsinn, wie Maciej Kubik die Bälle davor noch gefischt hat. Und absolut. Wahnsinn. Schauen also, Sie sich das, schaut euch das an. Klar, der letzte, der war dann mit Netz. Aber, ja, aber auch dieser Topspin dann noch ranzukommen mit dieser Beweglichkeit. Ja. Unglaublich. Unfassbar stark, den Schläger noch vor den Körper zu bringen, um den noch so ein bisschen rüber zu wischen. Ja, auch wenn er am Netz hängen bleibt. Da musst du erstmal rankommen an diesen Ball, nachdem du da zweimal nach links und rechts geschickt wirst, abwechselnd. Definitiv. Also an Schnelligkeit hat der junge Herr auf jeden Fall nicht verloren in der Sommerpause. Das ist der Wahnsinn. Allegro muss sich da auf jeden Fall was einfallen lassen gegen diese Dynamik. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo dieser junge Herr schwach anzuspielen sein sollte an dieser Stelle. Ja, das ist immer um die Frage. Jetzt irgendwie noch taktisch einen Weg zu finden. Das sieht insgesamt sehr, sehr souverän aus, sehr fehlerfrei, was Kubik da anspielt. Ich glaube, das ist insgesamt immer die Worst-Case-Vorstellung für jeden Tischtennisspieler. Und ich weiß, wie man den Gegner anspielen soll. Und da gehe ich voll mit. Das ist, glaube ich, im Moment sehr, sehr schwierig. So, ich habe jetzt auch keine wirkliche Schwäche von Maciej Kubik ausmachen können in diesem ersten Satz. Klar, er ist groß, er ist. Ja. Vielleicht, da sagt man immer eher, spiel ihm auf den Ellenbogen, spiel ihm auf, 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 dieses Agile, dieses unbedingt den Punkt wollen und Wahnsinn. Einfach super stark, was dieser Maciej Kubik hier spielt. Vor allem auch immer aggressiv. Wir sehen es jetzt auch hier wieder. Der legt mal keinen ab. Der nimmt selten Tempo raus.
Das, bei jedem Ball ist er da und geht nochmal hinterher, drückt nochmal drauf, nimmt das Tempo nochmal mit und spielt da direkt mit Druck wieder auf den Gegner zu, egal in welcher Situation er ist. Aber auch... Wie jetzt auch hier, der auch ist hier, ganz, ja, ganz knapp am Tisch vorbei. So ein Tempo. Aber die Idee, und wenn der gekommen wäre, hätte jeder gesagt, Wahnsinnsball. Und eben, die Idee war auch dann, allein, war einfach brillant. Schaut der Mikro nur hinterher, wenn das Ding auf dem Tisch ist. Er ist ja auch sehr, sehr stark auf beiden Seiten. Ja, er ist nicht unbedingt vorhandorientiert, auch wenn die vielleicht etwas häufiger einschlägt. Er kann noch über Rückhand. Und ich glaube, das macht ihn noch so unfassbar gefährlich bei seiner Schnelligkeit. Dass er, wenn solche Bälle kommen, dass er trotzdem auch mit Rückhand hin könnte. Nicht nur über Vorhand muss, hier. Natürlich umso besser, wenn er da schön in die tiefe Vorhand rausspielen kann. Ah. Durch den der spielt er solche Bälle und kriegt dann auch noch die Punkte. Das, ja, soll, das sollte er nicht machen. Nicht. Natürlich gefrustet, man kann es verstehen. Ja, definitiv. Das Gefühl finde ich jetzt gerade nicht wirklich ein Mittel, irgendwie dagegen zu halten. Also für mich also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das seine Schwäche ist, die von Martin Allegro, sondern es ist einfach die Stärke von Kubik, was der Junge da heute spielt. Ja, es ist unglaublich. Schau dir das an. Das, also ich bin wirklich ein Der langt dann den Ball und es kommt was. Ich bin ein Riesenfreund von dieser Aggressivität, die er auch hier letztes Jahr schon an einen Tag gelegt hat. Das ist unglaublich. Jetzt mal eine ganz neue Alternative von Allegro. Neben diesem Seitschnitt, zweite Phase. Kommt da gerade sehr, sehr gut durch diesen Schnitt in die tiefe Vorhand von Kubik. Ich bin mal gespannt, ob er den jetzt vielleicht etwas öfter bringen, um da tiefer reinzukommen, um ihn weiter rauszuschicken. Trifft auch hier den Flip jetzt wieder sehr gut, Allegro. Auch wieder in die Tiefe von, obwohl er am Tisch hängen bleibt. Aber hat noch für den Punkt gereicht. Oh, sehr, sehr schön. Allegro wittert hier diesen Topspin von Kubik. Geht direkt dagegen, kann hier verkürzen. Der Spiel steht nur noch bei 4:6. Sie sehen sie nochmal in der Wiederholung. Wie schnell dieser Gegentopspin da war von Belgien. Interessanter Spielverlauf an der Stelle. Allegro kann weiterhin verkürzen. 5:7 aktuell der Spielstand jetzt. In dem Fall etwas mehr über den Wechselpunkt, nimmt da gerade etwas Tempo raus. Hat jetzt bisher ganz gut funktioniert in diesem Ball. Wir jetzt hier wahrscheinlich ein Stück weit mehr variieren, um der Kubik ein paar Punkte abzunehmen. Und der Spieler der Gäste vom TTC-Grenze macht das hier sehr, sehr souverän. Kann hier trotzdem sein Spiel auf den Tisch bringen. Holt sich damit die 9:5 Führung ab im zweiten Satz. Oh, das ist der Wahnsinn, dieser Topspin direkt aufs Eck von Allegro. Starkes Ding. Ja, wie sehen die technischen Nuancen sind insgesamt bei beiden Spielern da?
Aber so blöd es jetzt klingen mag, Tischtennis gewinnt der einen Ball mehr auf dem Tisch als der Gegner. Ja, und das macht Kubik gerade einfach. Einfach ein Stückchen besser als Allegro. Bringt diesen einen Ball wesentlich öfter auf den Tisch. Sieht sehr, sehr souverän aus, sehr solide, sehr routiniert vor allem auch, was er macht. Routiniert, ja. Das meine ich trotz seinen jungen Jahren. Er ist bereits ein beinahe kompletter Spieler, wie ich finde. Ja, du, guter Punkt, Joele. Wir sehen es auch hier wieder. Es ist unglaublich. Es hört sich auf. Es ist einfach super. Es ist einfach gut. Ich muss gestehen, ich hätte ihn ja sogar fast lieber gegen die Nummer 1 oder 2 von Königshofen gesehen und so. Schau mal, wie er da performt, weil... Mann, was für eine Athletik, er sich da auch in die Bälle haut. Aber man sieht, hinten hält es auf 3, hat er aktuell noch keinen Stress. Er macht das jetzt sehr, sehr stark. Ich glaube nicht, dass da als Allegro im nächsten Satz nochmal einen Weg finden wird gegen diese sichere Technik, die Kubek gerade spielen kann. Ja, dass er da einen Weg findet, um die irgendwie zu umgehen. Allerdings sieht es natürlich eng aus. Herr Kubik hier mit diesem Rückschlagfehler. Allegro liegt nur noch mit einem Punkt hinten mit 9 zu 10. Und er nimmt die Auszeit. Klar. Wir wissen natürlich, dass dieser Satz elementar ist. Eine 2-0-Führung, ganz klar. Ich glaube, das weiß jeder von uns. Als elementar bezeichnest du das sogar. Ja, also... Ja, aber es ist definitiv... Es ist was anderes als ein 1-1 und dann komplett wieder neues... Also ein 1-1 würde auch, wenn man ehrlich ist, ein bisschen den Spielverlauf auf den Kopf stellen, weil Kubik eigentlich in beiden Sätzen ja der klar aktivere Spieler war, muss man ehrlicherweise definitiv so anerkennen. Ja. Der, so hatte man zumindest das Gefühl, immer das Zepter in der Hand hatte. Also ein 1-1 und es geht wieder von vorne los, würde das Ganze hier ja ein bisschen, ein Stück weit auf den Kopf stellen. Und ja, deswegen hier an dieser Stelle die Auszeit, glaube ich, auch aus Grenzauer Sicht sehr, sehr passend. Ein Blick auf die Coaching-Zone der Gäste, denke ich, dass da jetzt wieder ein sehr aggressiver Rückschlag von Kubik folgen wird. Rein aus der optischen Bewertung sieht das so aus, als würde er viel diese Aggressivität jetzt wieder fehlen. Hat auch hier diese Schubbewegung mehrmals angezeigt, der Trainer der Gäste. Ich kann mir vorstellen, dass er da jetzt damit Allegro wieder in die Enge drängen möchte, um dann selber erfolgreich nachzuspielen, das erste Mal. Und das Ganze reiche dieses Timeout. Klug gewählt insofern. Kubik 2-0 vorne und damit wird es immer enger für die Heimmannschaft, für den TSV Bad Königshofen, der hier nicht nur in Spielen 2-0 hinten liegt, sondern jetzt auch durch Allegro 0-2 hinten. Kilian Ort, da jetzt natürlich sehr ambitioniert an der Coachingzone bei Mata Allegro, übernimmt hier das Coaching sogar. Sehr interessante Szene. Kilian verkörpert hier natürlich auch als Lokalmatador, als Eigengewächs, diesen absoluten Siegeswillen auch, der sich hier durch das Publikum, ja, sag ich mal, durch die Fans in dieser Halle hier komplett durchzieht. Und Kilian verkörpert das natürlich. Man sieht ihm richtig an, hier am Rande der Box stehend, wie sehr er das Ding noch reißen will, wie sehr er noch dran glaubt. Ich glaube, er hat noch nicht aufgegeben. Und auch wenn es jetzt extrem schwierig wird, aber... Er war auch vorher sehr ambitioniert im Übrigen bei Philipp Philipp Selko gegen Yisin Feng. War hier immer wieder am Stehen in der Coachingbox, hat immer wieder angefeuert, auch die Zuschauer mitzuklatschen, mit zu bejubeln. Ja, also das unterstreicht natürlich das, was du gerade eben sagst. Das zeichnet Kilian, glaube ich, auch ein Stück weit aus, seine Energie als Spieler, der jetzt hier auch aus der Box zeigt.
Aber dennoch macht Kubicki den ersten Punkt in diesem dritten Satz und das genauso souverän wie davor. Wow. Also die Körpersprache ist nach wie vor da bei Mata Allegro. Er, man merkt wirklich, er will dieses Ding noch rumreißen. Aber genau da sehen wir wieder, dass es sich ja, das gerade eben aus dem Timeout heraus prognostizieren konnte schon. Diese aggressiven Schubbälle, mit denen Allegro sich dann einfach schwer tut, die hochzukriegen. Und selbst wenn er das schafft, steht Kubik bereit. Bereits für diesen zweiten Ball zum Nachspielen, zum Gegentopsen schon bereit, um das Ding am Ende zu verhaften. Starke Spin-Eröffnung hier von Philipp Seiko. Da hat er mal nicht zu diesem... Von Mata Allegro korrigiere ich. Sorry. Von Mata Allegro. Montagabend, späte Zeit. da hat er mal nicht, ja, wie soll man sagen, durchgeschweißt, sondern überlegt mit Spin eröffnet. Ja, vielleicht wäre auch das dieser Way to go, mal auszuprobieren gegen diesen offensiv-tempostarken Marcel Kubik. Und jetzt auch mal ein einfacher Fehler. Also man sieht, wenn Martin seinen Rhythmus findet, dann auch ein Maciej Kubik ist, was man nach den ersten zwei Sätzen eigentlich kaum glauben kann, auch mal aus dem Konzept zu bringen. Hier ein Fehler, den hätte er wahrscheinlich am Anfang des Spiels noch nicht gemacht. Ja, natürlich auch hier wieder dann direkt gleich danach. Ich wollte gerade sagen, ich will den guten Herrn nicht abschreiben, wegen diesen zwei Fehlern. Das wird immer noch harte, harte Arbeit für den Belgier aus Königsdorfen, hier noch diesen Satz zu holen. Aber man sieht, sobald Kubik da nur einmal abschweift in dieser Aggressivität, wie jetzt hier bei diesem Flip, den nur reinlegt, dann geht natürlich Allegro direkt dagegen und muss diese Chance nutzen. Wir sehen es hier in der Wiederholung nochmal. Wenig aktiv. Entscheidet sich vielleicht hier ein bisschen falsch. Hätte den noch draußen spielen können. Diesen Aufschlag. Stark. Stark und clever da einfach von Marta, wie er in diesem Kurz-Duell zweimal zum richtigen Mittel greift. Einfach Kubik aus seiner Angriffsmühle nimmt damit. Und die wenden dann weiterhin ihren Lauf. Ich muss da, glaube ich, ein Stück weit zurückrudern. Allegro führt hier 7-4 und holt 3 Punkte hintereinander. Kann jetzt seine Führung ausbauen. Kann er mit diesem sehr, sehr starken diagonalen Flip. Geht auch hier wieder unfassbar tief rein. Das ist sehr stark. Vielleicht auch ein Stück weit Markenzeichen von Allegro, erinnert auch ein bisschen an Dmitri Ovtcharov, dieser Flip, das ist wirklich sehr, 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 sehr stark, bringt ihm hier die 8-4 Führung ein. Jetzt schon ein Jubelschrei hier durch die Halle. Alle gedacht haben, Ball wäre aus, aber der war dran. Ich muss gestehen, ich war jetzt gerade selber verwirrt. Ich habe nämlich ja den Ball immer ausgesehen und höre nur die Schreie, aber dann war die Halle ruhig. Aber war noch dran, okay. Das war vielleicht ein Tick zu weit für Mata Allegro.
Also was man auf jeden Fall über den Gesamt... Ja. Ich danke Sie, 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 danke Sie. Ja klar, ich meine, er will natürlich diese Führung behalten. Steht aktuell. Ja, nach dem Timeout kann er natürlich da vielleicht nochmal ein bisschen leicht den nächsten Punkt mitnehmen, was ihm natürlich mit einer 2-Punkte-Führung nochmal ein bisschen mehr Sicherheit geben würde, hier diesen Satz noch zu holen. Ja, absolut. Absolut, also er hat... Was man, finde ich, ganz gut im Satz gesehen hat, Martin hat jetzt nicht so offensiv gespielt wie in den ersten zwei Sätzen, aber einfach dafür strategischer und überlegter. Und damit sich eine komfortable Führung erarbeitet. Aber womit er nach wie vor, und das schon eigentlich seit Satz 1, immer wieder Probleme hat, sind die Bälle, die Maciej Kubik clever auf seinen Wendepunkt, auf seinen Ellbogen platziert. Da finde ich, ja, da hat Martin noch nicht wirklich so ein Mittel gefunden. Und da ist dieser wichtige Punkt, von dem wir eben gesprochen haben. Allegro kann ausbauen zum 9:7 und hat jetzt nur noch 2 eigene Aufschläge, um das Ding vielleicht sogar direkt nach Hause zu fahren in diesem Satz. Bisschen zu lang. Schafft das noch nicht. Bisschen zu lang. Versucht es natürlich auch mit Stichbällen auf den Ellenbogen, einfach um Maciej Kubik da, ein sehr, sehr großer Spieler, sich zu zwingen, sich bewegen zu müssen. Wow, was eine starke Rallye. Kubik kann hier sogar diesen Netzball von Allegro noch abfangen in diesem Ball. Unfassbar, der Typ. Zu 9 jetzt. Beide Timeouts sind durch. Auf einmal 2 Aufschläge Kubik. Ob er die jetzt zum Spielgewinn von Grenzo einfangen kann. Hui. Junge. Also ich glaube, mit dem hat ihr keine gerechnet. Der fährt direkt hinter das Netz runter. Der Schubfall von Martin Allegro. Der sich hier damit den 10. Punkt sichern kann. Der war nicht zu retournieren. Der, also gar keine Chance. Auf gar keinen Fall. Auch bei seiner Größe nicht von Maciej Kubik, Entschuldigung. Gar keine Chance mehr. Der jetzt aber hier mit einem sehr gut gewählten Aufschlag noch das 10-10 Verlängerungssatz rausholen kann. Also es geht noch was. Es geht noch was in diesem Satz, meine lieben Freunde. Jetzt wird es richtig spannend. Oh, okay. Ja, der Ball war ganz hoch in der Decke. Einige in der Halle hatten schon die Befürchtung, dass das passiert war. Und andere hatten Angst, dass der Ball nochmal auf den Tisch fällt. Okay, Allegro. Weißt du, diese Worst-Case-Vorstellung, bei solchen Bällen dann noch einen Kantenball abzubekommen. Ah, manchmal ist es verrückt, ja. Tatsächlich. Jetzt 10-11 Führung, Allegro. Und macht das Ding hier durch einen Fehlaufschlag. Ich werde verrückt. Ja, aber... Erst dieser Netzball, der direkt dahinter runterfällt, dann glücklich durch den Fehlaufschlag. Also man sieht auch, für absolute Vollprofis ist das hier,
ja, nicht loszureden, dieser psychische Druck. Auch, auch Vollprofis haben damit manchmal Schwierigkeiten. Aleko kann jetzt hier dadurch nochmal anknüpfen, vielleicht nochmal was holen. Ja, also interessant auch zu sehen an dieser Stelle, offensichtlich Maciej Kubik hatte hier zumindest für einen kurzen Moment, soll man sagen, auch ein bisschen Nervenflattern, weil in der Verlängerung der erste Fehlaufschlag. Ja, mal gucken, vielleicht kann auch das die Chance von Martin Allegro hier sein, nochmal zurückzukommen. Erst musste er diesen unglücklichen Netzroller schlucken, jetzt dieser Fehlaufschlag. Und mal gucken, also Trailer, wir hatten es vor dem Spiel, Anfang der Saison, wir hatten letzte Saison hier ein Match gegen Grenzau, was viele der Zuschauer ja noch in bester Erinnerung haben. Und ich glaube, die meisten Bad Königshöfer würden sich nicht beschweren, wenn es diese Saison nochmal ähnlich läuft. Das wäre was, nicht nur von 0-2 Spiele, sondern auch von 0-2 Spiele und dann noch 0-2 in Sätzen im dritten Spiel. Das wäre ja der absolute Wahnsinn. Aber Allegro steht hier noch ein weiter Weg bevor in den potenziell nächsten zwei Sätzen. Also muss er jetzt diesen vierten Satz gewinnen. Oh, ich glaube, der ist ja gerade am Tisch hängen geblieben, oder? Ich glaube, ja, das war auch meine erste Befürchtung. Gehen wir mal kurz nochmal rein. Das wäre dann das immer die Worst-Case-Vorstellung. Oh ja, das sah böse aus. Anscheinend nicht. Aber hat auch seinen Schläger geschaut, man hat auch ein bisschen was gehört gerade. Ja, das ist jetzt gerade so ein Momentum mit dem Fehlaufschlag im letzten Satz mit diesem Ball am Anfang und dem Rückzieher und auf dem Schläger schauen. Firma Schekubik. Der hier jetzt gerade 3-0 hinten liegt, ja? Was ist denn da los? Also, wenn Allegro jetzt diese Führung halten kann, diese 3-Punkte-Führung. Also wenn bis zum Satzende. Wie gesagt, es tut mir leid, liebe Zuschauer, ich muss jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, auf das Spiel in der letzten Saison einfach. Wenn es nach 0-2 Punkten und 0-2 Sätzen, wenn es der TSV noch dreht und wir wissen alle, was hier letzte Saison passiert ist, dann glaube ich, dann steht diese Halle hier morgen nicht mehr. Da lege ich mich fest. Netzaufschlag hier. Kubik verkürzt hier. Nur noch 3-4 die Führung. Es wird eng. Immer häufiger Netzaufschläge zu sehen. Man merkt, die Spannung ist hoch. Der Druck ist groß. Wow. Und dann spielen die hier noch solche Topspins. Sehr, sehr schöne Ballwechsel. Wahnsinn. Aber die 3-Punkte-Führung von Seinen Rhythmus gefunden nach dem furiosen Start hier von Martin Allegro in diesem Satz. Auszeit hat er ja leider nicht mehr. Ja, beide nicht mehr.
Oh ja, dieses Spiel wird richtig, richtig heiß. Allegro tut alles, aber kann sich da am Ende nicht durchsetzen in dieser Rallye. Das ist Wahnsinn. Unglaublich, dieses Spiel. Es nimmt es gerade eine Fahrt an, das ist wirklich verrückt. Schaut euch hier diese Rallye an. Freunde, unfassbar, was die beiden da spielen. Super starkes Tischtennis hier. Und ich glaube, jetzt wird es ganz, ganz schwer für Aleko nach diesem Lauf, diesen 6-Punkte-Lauf hier von Kubik, nochmal zurückzukommen. Das sind jetzt 7 in a row. Kubik ist es hier, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten. Er hat sich in einen unfassbaren Lauf gespielt, lag hinten, übernimmt die Führung und baut hier gerade mit jedem weiteren Ball aus. Das wird. Aber es ist auch erstaunlich zu sehen, wie Kubik hier aus diesem kurzen Moment des Lochs mit dem Fehlaufschlag und dem Beginn des. Einfach stark. Einfach stark. Das ist so unfassbar. Einfach stark. Das ist so unfassbar abgezockt gerade. Ah. Dem ist einfach nichts mehr hinzuzufügen. Halleluja! Was ist denn da gerade passiert, meine Freunde? Das ist der Wahnsinn, was war das denn für ein unfassbarer Gegenteil? Also das ist... Parallel, da kann man nur noch hinterher schauen. Ich werde verrückt. Und das wird dem Spielstand. Ball für die Highlights der Saison. Aber das funktioniert. Leider nur einmal, da gewinnt Kubik mit 3:1 gegen Mata Allegro, der hier aber, glaube ich, trotzdem einen überragenden Kampf geliefert hat. Aber im Ergebnis dann trotzdem eindeutig 3:0 für TTC Zugbrücke Grenzau. Und ich muss sagen, das war ein super Einstand für eine neue Saison, die, glaube ich, Grenzau auf jeden Fall rocken kann mit diesem Team, das sich in der Entwicklung der letzten Saison sehr, sehr verstärkt hat, spielerisch, nicht personell, aber alle Jungs sind einfach besser geworden. Patrick Baum hat heute super souverän gespielt. Feng genauso stark an diese Leistung von letztem Jahr angeknüpft und Kubik einfach noch aggressiver, noch sicherer.